Ladies and Gentlemen, normalerweise mache ich die Intros ja gerne immer recht ausführlich und womöglich auch mal ein bisschen kryptisch, aber heute mache ich das nicht. Heute kommen wir zügig zum Punkt. Mein heutiger Gast ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Bücher, Artikel und Studien. Er ist Mitglied der Transylvanian Society of Dracula, der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, der North American Forensic Entomology Association und wirklich zahlreicher anderer Verbände, Vereine und Gesellschaften. Er ist der NRW-Landesvorsitzende der Partei Die Partei, praktizierender Donaldist und seit 30 Jahren ein Sprachrohr der Wissenschaft. Ein moderner Sherlock Holmes und der wahrscheinlich berühmteste Kriminalbiologe, Schrägstrich-Forensiker des ganzen Kontinents. Ihr wisst längst, wer es ist, denn er ist der einzigartige Dr. Marc Benecke. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Ist? Was wirklich drauf anlegen könnte, man Suicide by Tiger begehen. Es gibt noch andere Feinde. Wir werden nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan super, die Welt geht zugrunde. Hat die Kontrolle über sein Leben. Warum lachst du? Du bist der organisierteste und effektivste Mensch, den ich je erlebt habe. Ah, da kommen bestimmt noch andere. Du, da glaube ich, da müssen aber noch einige kommen, bis die dein Level erreicht haben. Na gut, ja, das mag natürlich sein, das kann ich nicht beurteilen. Ne? Ja. Wo nimmst du diese Energie her, das alles, diese ganzen Bälle, die du da hast, in der Luft zu halten? Tja, gute Frage, weiß ich auch nicht. Also das ist, mir ist das, glaube ich, sonst langweilig einfach. Brauchst du viel Action um dich rum? Nee, nicht unbedingt. Es kann auch ganz ruhig sein. Das finde ich auch gut. Aber wenn halt was passiert, also wenn Anfragen da sind oder Projekte da sind, dann will ich sie halt auch vernünftig umsetzen und nicht rumlabern. Also, Das ist das so ein Ansatz, so hell yes or no? Mhm. Ja, das stimmt. Das trifft sehr gut, ja. Ja, das ist gut. Derek Sivers hat das mal sehr schön formuliert. Eben mit diesem Konzept, weil er, das war der CD Baby damals gegründet hat und dann kamen 1000 Anfragen und er wollte eigentlich nur in Ruhe seine CDs verkaufen. Und dann hat er irgendwann gesagt, so entweder ist es ein Hell Yes, weil es das Tollste und Fantastischste ist, oder direkt ein Nein. Ja, oder sagen wir mal so, ich versuche die Rahmenbedingungen zu schaffen für, sagen wir mal, Veranstalter jetzt, weil du jetzt von CDs und Musik geredet hast. Ja, von allem. Ja, genau. Nee, aber auch da. Also manchmal musst du den Veranstaltern, Veranstalterinnen ja auch die Möglichkeit geben, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Zum Beispiel jetzt Helge Schneider hat ja vorgestern da oder vorvorgestern diese Konzertreihe da abgesagt, diese Strandkorb-Konzertreihe. Und ich kenne das Problem. Also da ist halt die Gastro rumgelaufen die ganze Zeit und das nervt halt mega, mich auch. Und ich mache das so, dass ich das von vornherein ausschließe. Also bei mir steht im Vertrag, es läuft niemand rum, egal warum, Ende des Gesprächs. Und wenn die dann sagen, ja, ist aber nur die Gastro, dann sage ich, okay, guck doch mal im Vertrag, da steht niemand, egal warum. Was müssen wir jetzt hier diskutieren? Was ist an niemand, egal warum, was ist daran jetzt noch verhandelbar oder so? Und das ist mir lieber, als dann irgendwie auf der Bühne zu stehen und zu sagen, ah, jetzt gefällt mir das aber nicht und so, sondern dann kann man sagen, guck mal, wir haben es vorher besprochen, Ende. Und das klappt dann auch. Ja, also klare Worte einfach, von vornherein. Klare Worte und klare Rahmenbedingungen auch einfach. Genau, ja. Und die dann auch nicht verhandeln und dann passt das. Weil ich meine, von der anderen Seite kommen ja unausgesprochen auch Rahmenbedingungen. Also meinetwegen, du sagst jetzt, okay, ich mache Audio, kein Video. Da muss ich jetzt ja auch kein Gespräch machen und sagen, könntest du nicht diesmal doch Video machen oder so. Und dann so, ja. Nein. Ja, stimmt. Du hast vollkommen recht natürlich. Aber ich fand das beeindruckend, eben, dass du das Ganze auch, also nicht falsch verstehen, das war zu jedem Zeitpunkt freundlich und sehr konstruktiv und vor allen Dingen zielführend, aber du setzt halt, naja, diese Rahmenbedingungen und die setzt du deutlich, wahrscheinlich, ja, weil es dann, das erleichtert dann ja auch den Prozess an sich, wenn es jetzt eine Veranstaltung ist oder irgendwas. Nee, auch sonst, also sehr viele Leute versuchen zum Beispiel sehr kurzfristig was zu machen, das geht jetzt nur zufällig, gerade weil wir den August, also Juli, August freigehalten hatten, mal vor 2 Jahren oder sowas, weil ich da eigentlich weg wollte, aber das geht jetzt wegen Corona nicht und deswegen geht das nur, aber wenn jetzt andere Leute, also ich kann dem Beispiel sagen, gerade hat eine größere Firma, die will jetzt was, die wollten unbedingt heute noch was machen, was Kleines, dann habe ich gesagt, okay, dann müsst ihr es halt bezahlen und es geht nur 20 Minuten, weil es steht in jeder E-Mail von mir, keine, nicht kurzfristig, egal warum.
Ja. Und haben gesagt, ja, aber bitte, bitte. Ich habe gesagt, ja, gut, dann, wenn ihr das bezahlen wollt, könnt ihr das machen. Und dann können die halt ja oder nein sagen. Also es bleibt ja auch noch, also es ist ja, ich entscheide es ja nicht für andere. Also ne, nur wenn die dann ja sagen, dann müssen es halt machen. Ach so, sag mal, willst du eigentlich schon anfangen? Also fangen wir schon an. Mittendrin. Ja, wir sind schon mittendrin, okay, gut. Ja. Ich hoffe, ich habe diese Rahmenbedingungen geschaffen, indem ich geschrieben habe, wir legen direkt los. Ja, ja, sehr gut. Also, ich habe ja selten jemanden kennengelernt, nicht nur der so effizient und so energetisch ist wie du, aber als ich dich da letzten Freitag erlebt habe, du bist oder du kommst ja rüber wie ein unfassbar empathischer Mensch. Du nimmst dir für jeden Zeit, wenn dich jemand fragt, ich will dich nicht stören, sagst du immer sofort, du störst nicht. Also du bist sehr freundlich und zuvorkommend. Aber in Interviews sagst du häufig, du bist gar nicht so der Empath. Ist das bei dir so eine Trennung, so im menschlichen, persönlichen, / privaten, gerne, aber wenn es geschäftlich wird, dann bin ich Profi und da ist für Empathie kein Platz, weil auch da wollen wir quasi Effektivität und da wollen wir zielgerichtet sein. Ja, das ist so eine Mischung aus mehreren Sachen. Also die Grundvoraussetzung jetzt, wenn es um kriminalistische Sachen geht und Morde, Vergewaltigungen, was weiß ich was, oder auch einfach so sehr, sehr häufig haben wir auch Leute, die irgendwie nicht verstehen, warum ihr Angehöriger jetzt halt gestorben ist. Also häufig zum Beispiel bei, also eigentlich ziemlich häufig, wenn eigentlich das Kind, in Anführungsstrichen, das Kind kann jetzt auch 50 sein oder 60, ja, aber wenn die Eltern oder Großeltern dann das Kind verlieren und das Kind, ne, die erwachsene Person häufig, aber halt, sagen wir zum Beispiel, viele Substanzen verwendet hat und die das aber nicht, das verstehen die aber nicht. Und dann finden die halt jede Ausrede, warum das die Substanzen nicht genommen hat. Und dann untersuchen wir meinetwegen oder lassen untersuchen meinetwegen Urin, Haare, irgendwie sonst irgendwas und überall sind die Substanzen drin. Und dann sagen die, ah nee, das ist aber ein verschreibungspflichtiges Medikament, zum Beispiel klassischerweise jetzt im Moment Tilidin, dann ist das bestimmt verschrieben worden, das hatte bestimmt einen Grund. Und so gehen die dann immer einen Schritt weiter, ne? Und versuchen eine Erklärung dafür zu finden, dass das halt ein guter Junge war, der eigentlich irgendwie gar nicht tot ist oder wenn er gestorben ist, dann aus Gründen, die jenseits jeder Kontrolle waren, wie ein Klavier, was einem auf den Kopf fällt und so. Und da ist es besser, wenn du nur über Dinge und Sachen redest und das ist auch die Grundvoraussetzung. Also wer das nicht kann, der kann bei uns nicht arbeiten, weil sonst wirst du halt gefangen von diesen Gefühlen oder auch diesem Ehekrach, den die Leute oft haben, weil die sagen, nein, wenn du den nicht zu der Schule geschickt hättest, dann hätte der nicht den und den oder die und die kennengelernt und dann wären die nicht an dem und dem Bahnhof rumgehangen, dann hätten nicht da und da die Drogen genommen und so. Also, aber das ist das eine. Also, das ist die Grundvoraussetzung. Das zweite ist aber, wenn Menschen, so wie meinetwegen jetzt Fans oder Leute, die irgendwie was interessant finden an meiner Arbeit oder an mir oder was sie Ines macht oder so, da geht es ja dann nicht um mich. Also, wenn die kommen, dann weiß ich ja, okay, denen geht es um irgendwas, was sie interessiert hat, was sie spannend finden, was sie, weiß ich nicht, berührend oder für ihr Leben weiterbringend ist. Und dann geht es halt einfach nicht um mich. Das heißt, wenn ich jetzt da sitze in der Öffentlichkeit und ein Eis esse und jemand kommt, dann geht es ja um die Person. Also derjenige will ja was. Und dann sage ich halt zu denen, okay, du bist halt jetzt hier, du willst was, okay, alles gut. Also da geht es weder um meine Gefühle, noch um meine Empathie, noch um sonst irgendwas, sondern die sollen einfach einen schönen Tag haben und nicht abgefuckt sein. Zum Beispiel, ich bin ja selber auch der schlimmste Groupie. Ich glaube, ich habe mit jeder Elektroband, die mir jemals in die Finger gekommen ist, die müssen mit mir so ein Daumen-hoch-Foto machen, egal, ob sie es jetzt geil finden oder nicht. Und so, also insofern, ich bin auch nicht besser oder anders oder schlechter. Okay, aber ich meine, du bist ja schon die Verkörperung von dem, was die Fans dann da sehen. Nee, überhaupt nicht. Also ja, du... Nee, du bist eine reine Kunstfigur. Du bist, guck mal, kein Mensch, das siehst du auch ganz oft. Also sagen wir mal, wir haben ja eigentlich fast alle Interviews, die ich jemals gemacht habe, online gestellt im Laufe der letzten 30 Jahre so. Ne? Das war sehr, sehr viel Arbeit und haben auch sehr viele Leute mitgearbeitet. Und das war mir aber ein Bedürfnis, damit die Menschen, wenn sie wollen, eben sich informieren können. Es gibt ja sogar schon eine Biografie von mir, die ich geschrieben habe. Es ist wirklich, so, wenn du so willst, experimentell erwiesen, wenn man das jetzt mal so ausdrücken möchte. Die Menschen suchen sich nur das raus, was sie interessiert. Also zum Beispiel, wenn es jetzt gestern habe ich hier einen langen Dreh mit PETA gemacht, das ist eine Tierschutzorganisation, die wissen dann manche Sachen über Tierschutzsachen, aber die waren sehr jung, also die waren noch unter 30 alle. Und die wissen dann aber auch nur die Sachen, die ich in den letzten 5 Jahren gemacht habe. Ne, die kennen jetzt nicht mehr irgendwelche Sendungen, die zum Beispiel über 50-Jährige, da gab es früher berühmte Talkshows im Fernsehen,
Und die sind eigentlich, die kennen dann die Leute. Und jeder sucht sich immer nur den Teil raus und jede, die zu ihm oder ihr passt. Also es geht überhaupt nicht um mich. Also ich spiele überhaupt gar keine Rolle. Das ist wirklich ein Märchen. Also das ist nicht so. Würde ich dir widersprechen, aber gut, ich nehme das erstmal so hin, weil ich meine, vielleicht, ey, bist du einfach nur ein sehr, sehr vielschichtiger Charakter, wo sowohl jemand, der sich für Insekten interessiert, sich seinen Teil rauspicken kann, derjenige, der sich für, du bist Veganer, Vegetarier? Veganer, ja. Veganer. Der sich für Veganismus interessiert, kann sich das rauspicken. Vielleicht sind dem die Insekten egal. Dann gibt es die ganzen Leute, die diese Kriminalistik? Beides richtig? Nee, eher Kriminalistik. Kriminologie ist eher, das mache ich zwar auch mal so als so am Rande, da fragst du dich eher, sind Strafen sinnvoll? Was nützen Strafen? Wer soll wann, wie, wo bestraft werden? Und Kriminalistik ist eher, da interessierst du dich überhaupt nicht dafür eigentlich, obwohl sich das natürlich zwangsläufig überlappt. Aber klar. Kriminalistik ist eher die Frage, wer hat es gemacht? Welche Spuren gibt es? Ende. Also Strafe und so weiter interessiert eigentlich überhaupt nicht. Ne? Und die Überlappungsstelle ist natürlich, sagen wir mal, du sitzt jetzt im Knast, redest mit den Leuten und dann ist natürlich für die Spurenlage, wenn ich jetzt aus der Kriminalistik komme, also in meinem Fall, ist natürlich schon wichtig, wie sie dazu gekommen sind. Ich sage dir mal ein Beispiel. Wir haben also einen Klienten, der hat, der ist für seinen Bruder in den Knast gegangen, als der kleiner war. Der hat gesagt, da gehe ich. Das ist im Bereich von Menschen, die mit solchen Delikten zu tun haben, also relativ normal, muss man dazu sagen. Also da auch in Großfamilien, da wird halt ausgemacht, okay, wem schadet der Knast jetzt am wenigsten? Derjenige gibt das dann zu und wenn es dann nur eine schlechte Überwachungskameraaufzeichnung gibt oder Handydaten, ein bisschen, die aber uneindeutig sind, dann geht halt irgendeiner in den Knast so. Und das hat er gemacht und dann ist er für ein echtes Tötungsdelikt verurteilt worden. Und ich glaube dann noch ein drittes Mal, wenn mich alles täuscht, ja genau. Und dann sagt er, das ist aber jetzt eigentlich ungerecht, weil das erste Mal habe ich eine Tat gestanden, die ich gar nicht begangen habe. Okay, das ist jetzt mein Fehler, das ist jetzt nicht das Problem vom gerichtlichen oder kriminalistischen oder sozialen System. Das zweite Mal habe ich meine Strafe aber abgesessen. Das heißt, wenn ich abgesessen habe, bin ich ja wieder auf Null. Mhm. Und jetzt werde ich aber bei der Gerichtsverhandlung, heißt es aber jetzt, der schon zweimal für Mord vorbestrafte Mann hat jetzt einen dritten Mord begangen. Ne, und da sagt er, den habe ich aber gar nicht begangen und ich möchte jetzt aber so wie jemand behandelt werden, der noch nie einen Mord begangen hat. Und an solchen Stellen überlappt sich natürlich Kriminologie und Kriminalistik, weil dann wir sagen dann, passen Sie auf, gute Nachricht, uns interessiert es überhaupt nicht, ob Sie 1000 Morde oder begangen haben oder gerade neu geboren sind, sondern wir gucken nur nach den Spuren. Und wenn Sie Interesse daran haben, Ihren Fall spurenkundlich zu bearbeiten, dann kommen wir jetzt hier weiter. Ne, wenn Sie jetzt Ihre Lebensgeschichte erzählen wollen, dann müssen Sie das bei jemand anderem tun, weil dabei können wir Ihnen nicht helfen. Wir können Ihnen aber gerne sagen, mit wem Sie reden können. Also da helfen wir Ihnen sehr gerne bei. Das ist kein Problem. Ne? Aber das ist dann halt eine Mail oder wenn Sie im Knast sind, ein Brief. Und dann ist die Sache raus. Also an den Stellen überlappt sich das. Aber zu deiner Aussage, dass das vielschichtig ist, das stimmt natürlich. Das ändert aber auch nichts dran an dem, was ich sage, dass nehmen wir mal an, das würde stimmen, was du sagst. Ich bin jetzt vielschichtig und jeder nimmt sich das, was ihn interessiert oder sie interessiert. Mhm. Ändert aber nichts daran, dass die Person, die da gerade sitzt und Eis ist, nämlich ich, dass die Menschen logischerweise, das finde ich auch total normal, dass sie nur das wahrnehmen, was sie eben interessiert. Also so gesehen haben wir beide ein bisschen recht, ne? Okay. Oder ganz recht. Oder so. Okay, verstehe. Warum? Was glaubst du, was die Menschen so... um jetzt mal eine Schicht von deiner Vielschichtigkeit herauszupicken, was fasziniert die Leute so sehr an Verbrechen und Verbrechern? Das sieht man ja zum Beispiel auch in der Podcast-Welt, da sind True-Crime-Formate ja schon fast Erfolgsgaranten und große Studios machen noch was und noch was damit. Warum finden Menschen Verbrechen so faszinierend? Also ich habe jetzt nur den Blick so, sagen wir mal, ich würde mal sagen, ab dem 18., 19. Jahrhundert kann ich es dir nur ungefähr sagen. Also vorher habe ich keine guten Informationen. Es gibt vorher auch schon Veröffentlichungen, weil sobald der Buchdruck erfunden war, wurde auch schon Klatsch, Tratsch und Crime, also Boulevard. Seit es den Druck auf Papier gab, war Boulevard das Ding. Das hat sich bis heute nicht geändert. Mhm. Und zu Boulevard gehört halt immer Sex, Crime oder wie die von RTL früher gesagt haben, heute dürfen die das nicht mehr sagen, natürlich, aber da ist es die drei T's, Tiere, Titten, Tränen, ne? Also das war schon immer so. Und bei den Tränen, da kommt Crime ins Spiel, ne? Das ist halt immer was Gefühle anregt. Und ich denke, sagen wir mal, ich pick jetzt mal so ein paar Sachen raus, die ich erlebt habe. Also das eine ist,
Menschen mögen es, dass ihre Gefühle angeregt werden. Das mögen die einfach. Deswegen gucken die irgendwelche Filme, die traurig sind oder ein trauriges Ende haben oder so, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich möchte lieber einen freundlichen Film gucken und keinen traurigen, aber viele Menschen mögen das. Also unabhängig davon, wie diese Gefühle bewertet werden, ob es Trauer, Freude, Erregung, Angst, Schrecken ist, Hauptsache die Gefühle werden getriggert. Genau, wie Halloween, da darf es auch mal gruselig sein, genau. Okay. Dann das Zweite ist, du lernst was daraus. Also du lernst dich vorzubereiten. Also all die Katastrophenfilme, die wir gesehen haben im Leben, haben uns darauf vorbereitet, dass irgendwann tatsächlich eine Flut, ein Brand, der Weltuntergang, den wir jetzt gerade haben, dass der kommt. Das ist also auch eine Übungssache, die schon immer geholfen hat. Ne? Wie gehe ich um mit komischen Gefühlen oder mit psychischen Krankheiten? Also ich kann mal ein Beispiel sagen für ältere Leute, aber auch für jüngere. Zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist ein Film, der war früher bekannt, den kennt jetzt keiner mehr, der hieß Betty Blue. Das ist zum Beispiel das wusste aber damals niemand. Also das ist jetzt viel später bekannt geworden. Das ist eine ganz bestimmte Persönlichkeitsstörung, die da dargestellt wird. Und das ist ein sehr, sehr guter, eindrucksvoller Film, der auch ohne dieses Wissen funktioniert. Ne? Wie hieß die Schauspielerin? Das war eine französische Schauspielerin, oder? Ja, ich habe den Namen jetzt auch vergessen. Also aber bildhübsch. Ja. Unglaublich genau. Elegante, tolle Erscheinung, ja. Aber die Story ist auch super. So, das ist das Zweite. Also du lernst was draus und wenn du dann auf so eine Erscheinung triffst, Flut, Persönlichkeitsstörungen, Gefühle, Tod, ganz wichtig natürlich, ne? Wie bei Marvel, wo dann auf einmal bei den Avengers, wo die ganzen Superhelden und Heldinnen sterben auf einmal und so weiter. Oder Thanos auch, der dann sagt, okay, die Hälfte der Menschheit muss halt sterben, sonst geht's dem Planeten nicht mehr gut. Das ist auch für mich scheiße, ich habe mir das aber nicht ausgesucht und so. Also solche Sachen, da kann man dann drüber reden und so. Dann das Dritte ist, dass Menschen Rätsel mögen. Also Verbrechen sind halt immer Rätsel. Gerade bei den True Crime Podcasts siehst du ja auch, dass die sich gerne was rauspicken, was scheinbar ungelöst ist oder was noch eine andere Möglichkeit der Information darstellt. Das können aber auch so Dokus sein. Das kann jede Art von Rätsel sein. Ja, Drähte, die ineinander verdreht sind. Das mögen Menschen schon. Das mögen schon Kinder. Kleine Kinder. Ne? Wo kommt das Steinchen rein? Wo kommt der Stern rein? Wo kommt der Kreis rein? Wo kommt der Würfel rein in das Klötzchen-Dings da? Dann hast du natürlich auch, also die, sagen wir mal, die, was ist das, die vierte oder fünfte Bestandteil, das ist, dass viele Menschen auch was ausleben können. Also zum Beispiel, sagen wir mal, du hast bist von deinen Eltern schlecht behandelt worden, du hast eine psychische Erkrankung, du bist vergewaltigt worden, du fühlst dich von der Welt ungerecht behandelt, weil du nicht die Chancen hattest oder dich nicht so entwickeln konntest. Und dann kriegen viele Menschen einfach so Hass und Wut und das kann sich gegen sich selbst richten oder gegen andere. Und das können die auch prima ausleben. Das siehst du besonders gut in so Krimis, wo zum Beispiel, wie hieß der denn, Stieg Larsson, also ich lese keine Krimis, aber ich habe den Film, einen der Filme gesehen, da ist das so, dass also eine Frau, die, ich glaube, The Woman with the Dragon Tattoo oder so ja, heißt das. Ja, im Deutschen, die Bücher waren Verblendung und so weiter. Ja, und ja genau. Und da ist das zum Beispiel so, ich habe da einen der Filme gesehen und das ist sehr, sehr gut gemacht. Da darf also die Frau aus Rachegründen, darf sie also mit dem Täter, der komplett der Böse ist, also das wird überhaupt nicht in Frage gestellt, also der ist böse, mit dem kann die machen, was sie will, mehr oder weniger. Und dann, das geht natürlich dann weiter in die totale Exploitation und Revenge Porn, wo dann eigentlich, oder sogar bei Matrix, der viel gelobten Filmserie aus den 90ern, wo es jetzt den nächsten neuen Teil geben wird, wo du quasi, wenn du der Gute bist, darfst du alle auf der Gegenseite abknallen. Also auch den Typen, der nur unten am Eingang steht und überhaupt nichts gemacht hat, der gehört auch gar nicht zu den Bösen. Der hat dann nur einen 450-Euro-Job und steht halt an der Tür. Den darfst du aber auch erschießen. Das ist alles egal. Du darfst jeden in die Luft jagen, erschießen, abballern, niedermetzeln, weil du bist der Gute. Und das ist auch so eine Allmachts- und Größenfantasie, die viele Leute haben auf der einen Seite. Und andererseits brauchen sie eine Rechtfertigung. Und die Rechtfertigung hast du dann im Krimi. Es wird ja nur der Böse umgebracht. Es wird ja nur gegen den Bösen ermittelt. Es wird ja nur der Böse gefoltert oder die Böse. Also das sind so ein paar Bestandteile davon, die mir so aufgefallen sind im Laufe der Zeit. Da gibt es sicher noch mehr. Zum Beispiel seit der Industrialisierung haben ja diese Sherlock-Holmes-Geschichten, also Edgar Allan Poe und Arthur Conan Doyle, die haben ja diesen naturwissenschaftlichen Kriminalisten erfunden, der ich bin. Also ich bin es tatsächlich. Und das Verrückte ist aber, wir arbeiten aber tatsächlich genauso wie Sherlock Holmes. Also das stammt im Grunde aus einem Roman, wenn du so willst, dass sich das gesellschaftlich überhaupt
einnisten konnte, also dass man naturwissenschaftliche Kriminalistik betreibt, ne, das war vollkommen unbekannt früher, das gab es nicht. Früher hast du Leute auf eine Leiter gelegt, die Arme hochgebunden, das ist also eine offizielle Verfahrensweise aus der Theresianer, also aus einem Strafgesetzbuch, und dann hast du Bündel mit Kerzen genommen und hast denjenigen mit angezündeten Kerzen unter den Achseln gebrannt, bis er was gesagt hat. Dann hat man gesagt, ja, eine andere Technik kennen wir jetzt halt nicht. Und dieses Naturwissenschaftliche kam später. Und das war natürlich spannend, weil man gesehen hat, oh, auf einmal fliegen Flugzeuge, auf einmal fahren Schiffe viel schneller und sicherer. Auf einmal können wir riesige Mengen Weizen anpflanzen und so. Dabei will ich es mal belassen. Also dieser naturwissenschaftliche, ich weiß nicht, wie soll ich das nennen, Priester oder so, der jetzt auf einmal die Geheimnisse der Natur und des Menschen und so lösen kann, das wurde dann auf einmal auch spannend nach der Industrialisierungszeit. Also da hast du so 7 oder 8 kleine Bausteine, die das, glaube ich, interessant machen. Mhm. Du hast also gerade die Filme und zum Beispiel die Matrix-Trilogie angesprochen hast, wovon, ich glaube, der wurde sogar in Berlin gedreht, der jetzt kommt. Wenn du sagst, der Gute, der darf das alles, weil er ist der Gute, was ja dann so quasi impliziert, er vertritt die Gerechtigkeit. Genau. Und ich glaube zu wissen, dass der Begriff Gerechtigkeit für dich nicht so eindeutig ist, wie vielleicht für andere oder auch wie andere meinen könnten, wie es bei dir ist. Hast du nicht mal gesagt, dass es sowas wie Gerechtigkeit nicht wirklich gibt oder dass das eine sehr subjektive Einschätzung ist? Also ich würde weitergehen aus meiner bisherigen Berufserfahrung und aus der, sagen wir mal, Durchsicht von kriminalistischer Literatur, aber insbesondere auch aus der Beschäftigung mit Genoziden und jetzt so Nazi-Verbrechen und so, muss ich sagen, gibt es überhaupt nicht. Also ich kann dir mal ein gutes Beispiel sagen, also wo die Brücke zu heute auch sehr gut ist. Ich spanne jetzt nur mal einen Bogen auf. Bitte. Da könnte man also einen riesigen Schirm jetzt aufspannen, aber ich will nur mal eine Sache sagen. Also nehmen wir mal Cancel Culture, was wir heute haben. Weinstein oder gestern der Fahrradtrainer, der gesagt hat, seine Jungs sollen den Kameltreibern hinterherfahren, schneller, der dann aus Olympia ausgeschlossen wurde und dergleichen. Und dann mal Auschwitz, Birkenau, also Auschwitz 2. Ich habe mir, sagen wir mal, ungefähr 80% aller Aussagen, die veröffentlicht sind, im Fritz-Bauer-Archiv angehört von den Opfern und den Tätern, also und Täterinnen. Aber da sind hauptsächlich Männer die Täter gewesen und Opfer waren natürlich Männer und Frauen bei Auschwitz. Und das Problem an der Sache ist, es gibt ein paar Sachen, die sind mir in Erinnerung geblieben. Und zum Beispiel sagt einer im Schlusswort, der damals waren die ja auch, die wurden zwar nicht schwer verfolgt, die Nazis damals, als die Frankfurter Auschwitz-Prozesse waren, aber sie wurden verfolgt. Und sie waren auch die Bösen. Also der Richter ist auch schon richtig genervt, obwohl der selber im Krieg Richter war und auch selber Todesurteile mit unterschrieben hatte. Das war damals noch nicht bekannt, aber der führt eine sehr menschliche, freundliche Verhandlung. Und dann ist es am Ende so, dass die Schlussworte wenig Sinn ergeben, weil die sind dermaßen böse jetzt, die Handvoll angeklagter Nazis, die da sitzen, dass die Verteidiger schon gesagt haben, komm, halten Sie einfach die Klappe. Wirklich. Und ein paar, das merkt man richtig, sagen wir mal, es tröpfelt oder schwitzt aus ihnen raus oder so. Und sie sagen, denken Sie nicht auch nach allem, was Sie heute, was Sie in den letzten Wochen und Monaten hier gehört haben, dass wir auch Opfer sind? Und dann sagt natürlich heute jeder, also heute, wir sprechen jetzt ja gerade Ende Juli 2021, da würden wir sofort sagen, okay, jetzt reicht's. Bis jetzt habe ich noch gesagt, lebenslang, jetzt wünsche ich dem eine qualvolle Todesstrafe. Wenn der jetzt hier hinkommt, der SS-Wärter da aus Auschwitz und auch noch sagt, er ist ein Opfer, dann ist jetzt selbst mein Geduldsfaden als friedliebender Mensch gerissen. Ne? Nur, dann lernst du nichts. Ich meine, warum sagt er das denn? Der sagt das ja nicht nur, weil er sich jetzt natürlich freischaufeln will und nicht in den Knast will oder sonst irgendwas, sondern vielleicht steckt ja doch irgendwas Interessantes dahinter. Und natürlich wissen wir heute, das Problem sind natürlich alle Leute, die mitmachen und die als sogenannte Mitläufer damals entnazifiziert wurden. Die sind genauso schlimm. Ja, die haben das zwar nicht persönlich getan, aber vielleicht nur deswegen, weil sie nicht vor Ort waren und da ihren Dienst nicht geschoben haben. So, zum Beispiel. Die hätten das vielleicht genauso getan. So, und jetzt sind wir mal beim Canceln. Heute werden Leute gecancelt, die, nehmen wir mal Robert Crumb, weil ich das gerade hier neben mir liegen habe. Das können die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, aber ich kann es dir immer trotzdem zeigen. Also ich habe hier gerade Comics aussortiert. Ich halte die mal in die Kamera, die nur du sehen kannst.
Und Robert Crumb ist einer der bekanntesten Comiczeichner, die es jemals gab. Ja? Ein großartiger Comiczeichner. Ja, und das hier ist eine Ausstellung im Museum Ludwig gewesen, wo er selber selbstkritisch gesagt hat, yeah, but is it art? Weil er sagt selber immer nur, ja, das sind so, wenn es um die Frauen geht, ist es halt meine persönliche sexuelle Fantasie. Und er hat aber im Grunde genommen hauptsächlich Gesellschaftskritik auch sehr viel an Männern gemacht. Jetzt gilt er aber im Jahr 2021, gilt er als sexistischer, alter, weißer Mann und mit dem redet man eigentlich nicht mehr. Und würde auch garantiert keine Ausstellung im Kunstmuseum Ludwig mehr machen. Ja, das wäre unvorstellbar. Obwohl das nicht so lange her ist, dass die Ausstellung lief. Also das ist der Museumskatalog. Ist das tatsächlich so, dass Robert Crumb heute so, ich sag schon mal fast tabuisiert wird? Also ich hätte gedacht, dass der schon fast zum künstlerischen Kanon gehört, neben Leuten genau. Wie Don Rosa zum Beispiel, der dir ganz sicher bekannt ist. Ja, also Don Rosa ist natürlich völlig harmlos, ne? Da kannst du nichts falsch machen. Nee, aber du siehst es zum Beispiel jetzt bei, gerade bei der englischen Comic-Con ist gestern Miller ausgeladen worden, der die Batman-Comics neu erfunden hat und eigentlich auch das ganze Superhelden-Genre neu erfunden hat, weil der halt so islamophob ist und selber sagt, also O-Ton, Miller, ich habe keine Ahnung vom Islam, ich kenne aber Al-Qaida, das reicht mir. Und das kannst du natürlich heutzutage nicht mehr bringen und dann wurde der also gestern auch ausgeladen. Also heute ist der 29. Juli 2021, wo wir miteinander reden. Ne? Ja. Und ich kann das alles verstehen. Ich kann komplett verstehen, dass das rechtlich gehandhabt werden muss. Deine Frage war ja, was Gerechtigkeit ist. Genau. Also ich kann das Comic-Festival verstehen. Ich kann verstehen, dass man alte, weiße Männer, die ihre sexuellen Dinge da ausbreiten, dass man die nicht mehr haben will. Ich kann verstehen, dass du SS-Nazi-Schergen verurteilen willst. Und ich will nichts davon miteinander vergleichen. Ja, ich habe jetzt extra so einen weiten Bogen aufgespannt. Also das soll jetzt nicht heißen, dass das irgendwie auf einer Ebene ist oder so. Darum geht es nicht. Sondern es geht jetzt um den Gerechtigkeitsding. Genau. Niemand wird hier gerecht behandelt, weil es nicht geht. Es ist unmöglich, die Leute gerecht zu behandeln. Weil, um es kurz aufzulösen, Bei den Nazis, wenn du dir die Aussagen angehört hast, Achtung, erst die Aussagen anhören. Ja, das dauert 7 Tage oder 8 Tage, ja, das oder noch länger. Also nicht rumlabern. Erst die Aussagen anhören, dann einen Kommentar hier drunter schreiben. Und auch die Opfer anhören. Ist auch sehr wichtig. Auch die Opfer Aussagen anhören. Dann erst kommentieren. Und ich kann jeden einzelnen von denen nach 30 Jahren in meinem Berufsfeld, kann ich verstehen, was sie sagen. Nicht persönlich. Ich finde es auch nicht richtig, ich finde es auch nicht gut, aber ich kann es verstehen. Also ich entdecke viel Wahrheit, die aber überhört wird, weil man meint, man ist der Gute und damit auf der Seite der Gerechtigkeit, wie du in deiner Frage das ja richtig zusammengeführt hast. Und das gilt auch für alles andere. Das heißt, das Problem ist, du kannst es nicht richtig machen im Sinne der Gerechtigkeit. Es ist unmöglich, weil du könntest zum Beispiel sagen, wie Panini, das ist ein Comicverlag, die bringen jetzt von Miller dieses islamophobe Werk heraus auf Deutsch. Da sagt der Pressesprecher von denen, in der aktuellen Stellungnahme sagt er, ja, aber wir können doch nicht hingehen und das nicht diskutieren. Also wenn wir das nicht auf Deutsch rausbringen, dann können wir das Problem auch nicht diskutieren. Richtig. Ich garantiere dir, der wird den Shitstorm seines Lebens in den nächsten 10 Tagen erleben, weil nämlich die Meinung heutzutage anders ist. Die soziale und kulturelle Meinung heute ist, nein, wir diskutieren das nicht, weil wenn ein Arschloch ist, ein Arschloch, Ende des Gesprächs. Und da kannst du einfach nicht richtig handeln, weil entweder du nimmst dir die Zeit und diskutierst auch Dinge, die dich aus deiner Komfortzone rausholen, nämlich die Tatsache, dass du dich auch oft super scheiße verhältst und auch super oft selber ein Arschloch bist, auch wenn du es gar nicht merkst. Beispielsweise, was nehmen wir denn mal? Ich weiß ein schönes Beispiel. Vor 20 Jahren hätte jeder gesagt, du bist zur Kultur beflissen, du reist um die ganze Welt, du kennst so viele Menschen auf der ganzen Welt, du bist mit denen befreundet, nicht wahr? Und heute würde man sagen, bist du die ganze Zeit geflogen oder was? Mhm. Also deswegen, es gibt mittelfristig oder langfristig niemals Gerechtigkeit, weil alles in einen anderen Zusammenhang gestellt werden muss, wird, ist halt so. Das ist meine Erfahrung und das ist schön für mich und für uns alle hier im Labor. Das heißt, wir können mit jedem reden. Mir ist absolut egal, was du getan hast oder nicht getan hast oder glaubst getan zu haben. Mir ist egal, ob du dick, dünn, groß, klein, der Schönste, der Klügste, der Gerechteste, der Schlauste oder sonst was bist. Interessiert mich überhaupt nicht. Du bist einfach nur mein Gegenüber und wir können über Tatsachen reden. Und welchen Wert diese Tatsachen haben, das geht mich überhaupt nichts an. Ich möchte aber erstmal die Tatsachen ermitteln, anstatt mich erstmal durch ein Meer und einen Wald von Bewertungen, klugem Wissen, Moral,
um Gottes Willen, das genau durchzukämpfen. Ich möchte einfach den ganzen, das möchte ich mal weglassen, weil das kann man doch hinterher besprechen. Aber wenn ich nie zu den Tatsachen komme, weil alles verstellt ist von den eben genannten Dingen, dann habe ich nichts. Ich bin Wissenschaftler, ich brauche Tatsachen. So. Gutes Stichwort. Wissenschaft. Die Wissenschaft sucht doch, und korrigiere mich da bloß, ich meine, du wirst mich sowieso korrigieren und ich bitte dich, das über das ganze Gespräch auch zu tun. Die Wissenschaft sucht doch nach dem Wie und nicht nach dem Warum, oder? Kommt auf die Wissenschaft an, ja. Also du sprichst jetzt wie ich, wie ein Naturwissenschaftler, aber wenn jetzt zum Beispiel Kulturwissenschaftler, Psychologen, Psychologinnen aus der, dann würden die das genau umgekehrt sagen. Ja, okay, natürlich. Nein, also abgesehen von den, im Englischen heißt es the humanities, also das wirklich Naturwissenschaft, die bewertet nicht, die sagt doch im Wesentlichen nur, X ist so, weil. So lange, bis wir neue Erkenntnisse gewinnen, oder? Genau, ja, vollkommen, also 100% richtig. Es ist nur so, dass es halt Leute gibt, die rausgehen. Zum Beispiel Heisenberg, der bekannte Physiker, der hat zum Beispiel... Er hat doch Meth gekocht. Nicht der Heisenberg, genau, ja, nachdem der Meth-kochende Heisenberg benannt ist, genau, ja. Genau, der. Der hat schon sehr früh natürlich angefangen, philosophische Fragen aufzuwerfen, oder Einstein jetzt auch, der hat dann das sehr stark schon politisiert mit der Atomkraft, und seit dieser Zeit spätestens, also allerspätestens, seit dieser Zeit, also nehmen wir mal diese Wolke, ja, Heisenberg, Einstein und so, ist das eigentlich üblich geworden, dass auch der gesellschaftliche Teil zumindest in sogenannten Akademien, so heißen die meistens, also das sind so Gruppen, in denen, sagen wir mal, Menschen, die sich für den gesellschaftlichen Anteil der Forschung interessieren, austauschen. Es gibt auch andere Gruppen und Kongresse, zum Beispiel, wenn ich sage jetzt mal, wo ich Mitglied bin, ja, Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, Deutsche Zoologische Gesellschaft, amerikanische Gesellschaft für forensische Wissenschaften und so, da ist es so, dass das grundsätzlich nicht thematisiert wird. Es kann mal passieren, das ist zum Beispiel passiert, wenn Trump Präsident war, dass auf einmal dann bei der Eröffnungssitzung auf einmal alle aufstehen müssen, links und rechts amerikanische Fahnen, links und rechts sind noch in vorauseilendem Gehorsam, das Präsidium da so eine patriotische amerikanische Zeremonie draus macht, aber Politik wird trotzdem nicht angesprochen, ja, also muss man sagen. Ne? Aber ansonsten ist das schon so, dass es Menschen gibt, mit denen ich wenig bis gar nichts zu tun habe, und die wollen auch mit mir nichts zu tun haben, weil ich dafür viel zu direkt und klar zum Punkt kommen möchte, die diese gesellschaftlichen Abwägungen sehr umfangreich durchführen. Und da gibt es auch eine große Menge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Davon kriegt die Allgemeinbevölkerung aber nichts mit, weil die sich halt nur sehr kompliziert mit lauter Fremdworten und philosophischen Überlegungen ausdrücken. Also da gibt es viele, aber von denen hörst und siehst du nichts, weil die nicht normal reden können. Nee, ist wirklich so. Also das kann jeder gerne prüfen. Also es gibt so, jedes Bundesland hat zum Beispiel so eine Akademie, aber ich wette, dass keiner deiner Hörerinnen und Hörer jemals davon gehört hat, weil das einfach so, sagen wir mal, hochgeistig ist, wie die das verhandeln, dass du da... Also für mich ist es langweilig. Ich war auch schon dabei bei solchen Sitzungen. Die sprechen dann komplett in ihren eigenen Codes. Ja, oder es ist so, dass zum Beispiel, sagen wir mal, eine politische Folge unausgesprochen diskutiert wird. Ich kann dir mal ein Beispiel sagen, wo ich dabei war. Bitte. Also als es darum ging, dass genetische Fingerabdrücke in Datenbanken überführt werden und so weiter und ob da Persönlichkeitsrechte betroffen werden und so. Da war halt klar, dass in der philosophischen, ethischen, moralischen, wissenschaftlichen und so weiter Betrachtungsweise, dass das in erster Linie politische Folgen haben wird. Also niemand hat darüber geredet. Es war auch kein Politiker und keine Politikerin dabei. Und alle haben so getan, als ob es jetzt eine, wie soll ich sagen, zwischen den Wissenschaften ein Austausch wäre, ne? Zwischen den Humanities, die du gerade angesprochen hast, und den Naturwissenschaften. Und das stimmte aber gar nicht. Die eigentliche Überschrift war, was möchten wir, was die Politik am Ende macht? Und das gibt's dann auch. Das ist dann noch kodierterer Code. Das ist dann so, das würden wir unter uns, wenn wir sagen, so, wenn man im Gespräch so zwischendurch mit den Augen zwinkert, weißt du? Also man sagt so und dann weißt du schon, ach so, ja genau, ne, so Auge zwinkert. Das gibt's auch noch. Also es gibt aber ganz verschiedene Codes. Also die hochgeistigen Codes und dann die
sagen wir mal, es wäre unanständig, jetzt über Politik zu reden. Wir reden aber nur über Politik. Mhm. Also da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen, auf denen diese Codes dann ablaufen. Wären die Wissenschaftler die besseren Politiker? Hängt von den Wissen, also hängt davon ab. Ich habe gerade einen langen Vortrag, den könnt ihr euch auch angucken oder den kannst du verlinken. Das ist, war vor einer Woche im Rathaus in Leipzig. Da haben alle gesprochen über, wie reden wir über Klimawandel? Also genauer gesagt über die Klimakatastrophe. Das ist ja die größte Naturkatastrophe, die die Menschen jemals erlebt haben, seit es Menschen auf der Erde gibt. In der sitzen wir jetzt gerade. Mhm. Und ja. Teil davon war neulich in meinem Keller. Also Genau. Und was war die Frage? Moment, jetzt muss ich mal kurz... Ob Wissenschaftler die besseren Politiker wären. Genau, Entschuldigung. Und ich war jetzt das letzte halbe Jahr bei ganz vielen Konferenzen, weil das halt alles online lief. Da konnte ich also zu sehr vielen Konferenzen und habe also wirklich mit Forschern und Forscherinnen, die einfach vor Ort irgendwie sogar zellenartige Lebewesen zählen oder irgendwelche Pflanzen, Wildbienen oder sonst was zählen und sehen, dass die alle verschwinden innerhalb kürzester Zeit. Also unglaublich kurzer Zeit. Ich will damit jetzt gar nicht anfangen. Bis hin zu den Leuten, die auch die großen Reports vorstellen. Von den Vereinten Nationen ist dieses Jahr ein Report rausgekommen, der heißt In Einklang mit der Natur leben. Dann vom britischen Finanzministerium, die Briten sind ja so Zahlenkrämer und Krämerinnen, die, also das ist ja eigentlich eine reine Handelsnation. Ja. Wie so die Zwerge, die so Diamanten abbauen und schürfen und so, ne? Das merkt man nicht so, aber es ist halt eine alte Handelsnation wegen der Schifffahrt und so. Ja gut, was hätten sie anderes machen sollen? Die waren auf einer Insel. Genau. Und haben natürlich dann kolonialistisch dann diese Schätze ausgebeutet. Aber genau. Auch nur, um dann letzten Endes Handel zu treiben. East India Trading Company, yada, yada, yada. Genau. Und die haben, also ich will damit sagen, die meinen es alle ernst. Die Vereinten Nationen machen das nicht als Lorbeerblatt. Das britische Finanzministerium macht das nicht als Lorbeerblatt. Und die haben alle gesagt, okay, es funktioniert so nicht mehr. Wir sagen mal, was wir machen müssen. Das ist auch schon seit über 30 Jahren bekannt. Ich habe sogar in einem alten Buch von mir, was vor 30 Jahren erschienen ist, habe ich sogar schon, ohne darüber geforscht zu haben, über Klimakatastrophe geschrieben. Und seitdem schicken mir die Leute immer noch andere alte Veröffentlichungen. Eine geistert auch im Internet rum, wo sogar die Kanzlerin sagt, in 30 Jahren können wir die Schäden nicht mehr ausbeulen. Ich habe da auch neulich so einen Clip gesehen, der war von 1995, wo das auch in den Tagesthemen oder in der Tagesschau einfach rumging. Genau, und das ist aber noch viel älter. Also ich selber weiß das, also weil ich alt bin, kann mich sogar noch an Sachen, die viel früher noch waren, erinnern. Du bist 10 Jahre älter als ich, also bitte. Ja, ich fühle mich jedenfalls alt. So. Das glaube ich nicht. Also gut. Und da muss ich sagen, es ist schwierig. Also da kannst du mich richtig abreppen sehen. Also ich habe mich da richtig so ich bin da im Rathaus, bin ich richtig so, also ich habe richtig gemerkt so, wow, jetzt musst du mal einen Gang runterschalten, weil Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben die Daten, fuchsen sich da mega rein, aber denken nicht an ihre Zielgruppe sehr häufig. Also das ist das Blöde dabei. Das heißt, die sind halt nerdig. Ich meine, du wirst ja Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, weil du gerade nicht mit Leuten was zu tun haben willst, außer in den Humanities, also in Naturwissenschaften. Das heißt, du willst deine Ruhe haben, du willst im Labor sitzen, du willst deine Insektenbeine zählen oder deine, weiß ich nicht, Kristallmodifikation oder was jetzt gerade rausgekommen ist, ein super Studio vor einer Woche. Wie viele Wassermoleküle brauchst du mindestens, um einen Eiskristall zu bilden? Das ist erst seit einer Woche bekannt und so weiter und so weiter. Und total abgefahren. Sag mir, wie viele? Warte mal, muss ich schnell nachgucken? Ah, nee, kann ich nicht. Ich nehme gerade auf mit dem Handy. Ja, okay. Kannst du mir ja nachträglich noch eine Sprachnachricht? Kannst du verlinken. Nee, kannst du verlinken. Ich schicke dir das, dann kannst du es verlinken. Okay, cool. Unter dem Beitrag. Und deswegen ist es so, ich persönlich bin überzeugt davon, dass du Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen finden würdest, die sich klar ausdrücken könnten, die ein Mindestmaß an politischem Verständnis haben. Das heißt, man muss ja auch beruhigend auftreten, Gesten machen, Babys küssen, zu irgendwelchen Feierlichkeiten sagen, dass man das jetzt ganz toll findet, dass der Verein jetzt seit 75 Jahren so toll den Rasen mäht und so. Also das muss ja auch jemand machen, weil sonst fällt dir die Gesellschaft auch auseinander. Also ich denke, da gäbe es schon eine Aufgabenteilung, wie man das hinkriegen würde mit Leuten. Aber die meisten dieser Menschen haben aber dieses tiefe Bedürfnis zu forschen. Das heißt, du müsstest denen die Möglichkeit geben, weiter zu forschen. Und das ist, glaube ich, in der Praxis ist das schwer miteinander zu vereinbaren, weil dann hast du das, was du im Keller hattest, nämlich, und dann hast du jetzt aber gerade das schönste Forschungsprojekt gerade laufen und nur zu dieser Jahreszeit schlüpfen jetzt, weißt du, der Birkentatzenspinner schlüpft jetzt gerade und dann wirst du sagen, na gut, diesmal gehe ich zur Flut mit Gummistiefeln und teile da dann halt Schaufeln aus, symbolisch für ein paar Fotos, damit die Bevölkerung weiß, ich bin da und mache das halt und kümmere mich darum. Und den Rest der Zeit machen wir politische Hilfsmaßnahmen, die auch wirklich was helfen. Aber wir haben ja noch ein Foto dazu jetzt.
Aber gleichzeitig werde ich mich ärgern, dass mein Birkentatzenspinner, jetzt, dass ich es schon wieder dieses Jahr nicht geschafft habe, da den Schlupf zu. Und da denke ich mal, da wirst du Schwierigkeiten kriegen. Ganz, ganz kurz, ist der Birkentatzenspinner etwas, was du dir gerade ausgedacht hast? Oder gibt es. Okay. Habe ich mir gerade ausgedacht, ja. Einfach, weil es damit einen lustigen Namen hat. Ja, okay. Die haben ja teilweise wirklich sehr. Also es hätte auch durchaus irgendwas sein können, was es wirklich gibt. Nee, vielleicht gibt es den sogar. Also dann ist es aber Zufall. Also wenn es ihn gibt, postet es hier drunter. Kann sein, dass es ihn gibt. Das ist, was du jetzt gesagt hast, das erinnert mich an. Ich habe vor ein, zwei Folgen mit zwei Wissenschaftlerinnen in Dortmund gesprochen, die Pilze erforschen. Das finde ich halt sehr, sehr faszinierendes Thema. Und die wollen Schallabsorber aus Myzel entwickeln. Finde ich großartig. Und wenn ich irgendwann mal ein Podcast-Studio habe, will ich unbedingt dann nur Schallabsorber aus Myzel drin hängen haben. Jedenfalls, wir haben uns da auch darüber unterhalten, dass auf der einen Seite ist ja Wissenschaft in den letzten anderthalb Jahren sehr auch in den Fokus gerückt. Viele Leute glauben, ein Verständnis von Wissenschaft zu haben. Viele Leute äußern sich wissenschaftlich, in Anführungszeichen. Aber es werden auch generell mehr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gehört. Aber was wir da im Gespräch so herausgefunden haben, woran es wirklich so ein bisschen fehlt, ist so eine vernünftige Wissenschaftskommunikation. Und da bin ich dann irgendwie vorgeprescht und habe gesagt, ja, die Wissenschaft braucht irgendwie auch so ein paar Rockstars, so ein paar Leute, die kein Problem damit haben, sich mit einem Mikro in der Hand vor eine Gruppe zu stellen und dann auch mal so ein bisschen die Fakten ins Publikum zu ballern. Quasi jemanden wie du. Du forschst doch auch noch gerne selber, oder? Ja, bei mir ist das aber eine Sondersache, die jetzt eher lebensgeschichtlich ist. Also bei mir war das so, mich hat das als Kind immer geärgert, dass die Menschen aus meinem Umfeld, wo ich halt gewohnt habe einfach, ne, wo du als Kind halt hingepflanzt bist, die haben halt meine komischen Fragen nicht beantwortet. Und dann habe ich als Kind gedacht, okay, dann war das halt eine dumme Frage. Und irgendwann, als ich älter wurde, habe ich aber gemerkt, die Fragen sind, also es gibt keine dummen Fragen, sondern irgendwie, also es scheint eher andere Gründe zu haben, dass die nicht beantwortet werden. Und also zum Beispiel soziale Gründe, zum Beispiel, ich kann mich an eine, also ich sag mal zwei echte Beispiele, die wirklich passiert sind. Also die sind ganz kurz. Also Beispiel Nummer eins, ich habe immer gefragt, was ist eigentlich ein Pessimist? Und das hat mir nie jemand beantwortet, nie. Und dann haben die immer nur gesagt, das Gegenteil vom Optimist. Und ich so, ja, okay, keine Ahnung. Und das zweite war, es stand mal, früher war ja noch mehr Sex auf den Titelseiten von Zeitungen, damals gab es ja kein Internet, ne? Da stand auf der Seite irgendwie Call Girl vermisst oder irgend sowas oder ermordet oder weiß der Teufel. Dann habe ich alle gefragt, was ein Call Girl ist. Wusste angeblich keiner. Und also da siehst du das schon. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie, so möchte ich nicht werden. Also ich möchte nicht sozusagen dem kleinen Mark, die nächste, übernächste, überübernächste Generation, der soll irgendwie haben oder die, ne, wenn das eine Frau ist, der oder die jemanden fragen kann und eine Antwort kriegt. Und das ist eigentlich der lebensgeschichtliche Grund. Und der zweite ist, bei uns ist das so gewesen, dass ich kannte niemanden, der studiert hat. Und dann war ich halt, dann haben halt ganz oft Leute gefragt, als ich angefangen habe zu studieren, ja, was machst du denn da und so. Und dann habe ich versucht, das zu erklären und habe gemerkt, also jetzt wirklich, das ist jetzt wörtlich gemeint, nach 5 Sekunden war so wie, schon spät, tschüss, schönen Tag noch, ne? Weil das natürlich niemanden interessiert, wenn du erzählst, worum es da wirklich geht. Das heißt, du musst irgendwie es so erzählen, wie ich das vorhin schon mal andeutete, was ich auch bei dem Wissenschaftskommunikationsvortrag da in dem Rathaus da in Leipzig gerade gesagt habe. Du musst das erzählen, was die Leute eigentlich fragen. Also wenn die fragen, was machst denn du gerade, dann kannst du als Antwort meinetwegen sagen, ja, ich studiere Biologie. Mhm. Und das war's, Ende. Und dann wirst du erleben, dass, also ich würde, also meine persönliche Erfahrung ist, dann fragt niemand mehr, was, dann war's das. Dann kann man sagen, ah ja, und was für ein Bier trinkst du gerne? Dann sagst du, ja, okay, jetzt können wir über Bier reden. Ne? Also den anderen hat das überhaupt nicht interessiert oder er findet oder sie findet Bio scheiße oder langweilig. Ne? Die Standardantwort kennst du ja, Mathe, Bio, Physik und Chemie fand ich schon immer langweilig. Das heißt, auf das Feld muss ich jetzt ja nicht gehen. So, meine Kollegen und Kolleginnen würden jetzt sagen, oh, Bio findet die andere Person scheinbar nicht so interessant. Dann erkläre ich jetzt aber mal, warum das interessant ist. Dann kannst du dir vorstellen, ist der Abend komplett gelaufen. Dann gilt es als totaler Freak. Möglichkeit Nummer zwei, der charmante Plauderer, der würde sagen, du wolltest doch über Bier reden. Bier hat aber ganz viel mit Biologie zu tun, weil der Gärungsprozess, der so, dann hast du die Leute auch verloren. Dann hören die dir zwar zu und sagen so, netter Versuch, fuck you. Ne? Und dann gibt es noch die Möglichkeit, die ich mache, ist, ich antworte nur, wenn sie eine konkrete
eindeutige Frage haben. Zum Beispiel bei Corona haben wir ja den größten deutschen Corona-Kanal gehabt oder haben den immer noch, virusonline.de. Und da haben wir nur Fragen beantwortet, die uns gestellt wurden. Das war's. Das ist das geheime Rezept gewesen. Also wir haben nicht irgendwas verlautbaren lassen, was wir für wichtig halten oder geht euch impfen oder so, sondern wir haben nur gefragt, wenn jemand was dazu gefragt hat zum Impfen, was interessant war, dann haben wir darüber berichtet. Und diese Mischung hat aber nicht jeder. Nicht jeder hat die Lebenserfahrung, wie wichtig das ist, dass du dich ohne Fremdworte und gerade ausdrückst. Nicht jeder hat die Möglichkeit, sich auf die Bühne zu stellen. Ich zum Beispiel habe die Erfahrung gemacht, weil meine Eltern das halt für eine gute Idee hielten, dass ich irgendwie Instrumente lerne und dann spielst du halt auch mal vor Leuten die Instrumente. Ist irgendwie ist halt so. Die meisten Leute spielen nicht alleine Instrumente. Kann man natürlich auch machen. Und so. Und diese ganzen Bausteine, oder ich war Schülersprecher und dann bin ich da reingestolpert, dass halt zum Beispiel eine Demo war. Und wenn du jetzt Schülersprecher bist, dann musst du halt bei der Demo was machen, egal ob du willst oder nicht, weil sonst ergibt es irgendwie keinen Sinn. Also ich denke, diese eigentlich Stolpersteine, die führen dazu, also ich meine jetzt nicht die Stolpersteine, die eingelassen werden in den Straßen, um an die jüdischen Vertriebenen und ermordeten Leute zu denken, sondern die sind in ganz Deutschland und europaweit sind so Steine eingelassen, sondern ich meine jetzt die symbolischen Stolpersteine. Die bringen, glaube ich, die meisten Kollegen und Kolleginnen, die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen werden, Naturwissenschaftler dazu, wirklich zu stolpern im übertragenen Sinne und dann zu sagen, nee, da habe ich jetzt echt keinen Bock zu. Ne? Also selbst bei Kongressen sind die schon total aufgeregt, wenn nur Fachkollegen und Fachkolleginnen da sind. Aber da hangeln die sich dann meistens durch, indem sie nur über die Tatsachen reden, die sie halt im Labor erforscht haben. Aber sagen wir mal, den Schritt zu machen, dass du nur das, was die anderen Leute wirklich wissen wollen, erzählst, und dich dabei persönlich rausnimmst, außer dass du, wie du gesagt hast, vielleicht du bist vielleicht der erfundene Rockstar, den die anderen Leute da gerne sehen wollen. Das bist du dann halt oder nicht. Aber den Schritt macht kaum jemand. Ich denke wirklich aus lebensgeschichtlichen Gründen einfach. Ich könnte mir auch vorstellen, weil du hast gerade nochmal erwähnt, dass gerade so das Benutzen von Fremdwörtern, das ist ja für den, der redet, teilweise so ein bisschen auch eine Selbstversicherung, so nach dem Motto, ich habe meine Vokabeln gelernt. Also auch schon so ein bisschen so ein kleiner Show-off. Guck mal, was ich für tolle, lange, schwierige Wörter hier drauf habe. Und einige sind davon bestimmt beeindruckt, aber ich glaube, viele sind davon dann auch eher abgeschreckt. Es ist sogar noch extremer. Also erstens ist es so, das ist eine eigene Sprache. Also jede Wissenschaft hat ihre eigene Sprache. Es ist viel einfacher, in dieser Sprache zu reden. Es kann, nehmen wir mal an, du bist jetzt aufgewachsen in, was nehmen wir denn jetzt mal? Also das ist jetzt freundlich gemeint, ja? Ich liebe den erzgebirgischen Dialekt, ich liebe den, ne? Also das ist jetzt sehr, sehr freundlich gemeint. Also du bist im Erzgebirge aufgewachsen und jetzt wirst du aber aus irgendwelchen Berufsgründen wirst du jetzt verpflanzt nach Norddeutschland. Mhm. Dann ist es natürlich, dann wirst du in deiner Familie sofort wieder in deinen Dialekt zurückfallen, weil das halt einfacher für dich ist. Du kannst die Dinge direkter ausdrücken, jeder weiß, was du meinst. Das ist schon so. Das heißt, der Show-off-Effekt, der ist jetzt unter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen überhaupt nicht da. Das machen vielleicht Studierende oder Leute, die sich irgendwie einarbeiten und mal ein Buch gelesen haben und sich wichtig tun wollen. Aber im Grunde ist das ein ganz normaler Dialekt oder eine eigene Sprache. Mhm. Und das wäre noch nicht mal schwierig. Das Schwierige ist, du musst während dem Reden jedes einzelne Wort übersetzen, weil jetzt kommt das eigentliche Problem. Jedes einzelne Fremdwort führt zum Abbruch bei den anderen. Jedes, auch Molekül, auch Mikroskop, auch Portemonnaie. Weil die Wahrheit ist, dass natürlich die meisten Menschen wissen zwar, was ein Portemonnaie ist, weil sie sagen können, naja, das ist der Gegenstand, den viele Leute in der Tasche haben, der einen Reißverschluss hat und manchmal sind Ausweise drin. Und Geld. Und dann so, ja, aber nein. Ja, aber nein. Das, ne, also sag doch lieber Geldbeutel. Dann, das ist der Beutel für Geld. Dann brauchst du den Reißverschluss nicht, dann brauchst du den Ausweis nicht, dann brauchst du deine Jackentasche nicht. Das heißt, es ist besser dafür. Und es gibt auch ein Beispiel, was vielleicht deinen Hörern und Hörerinnen mehr einleuchtet, weil die meisten sagen, ich weiß genau, was ein Mikroskop ist, stimmt doch gar nicht. Und ich weiß auch, was ein Molekül ist. Ich habe eine wunderbare Hörerschaft. Ja, aber ich kann mal ein anderes Beispiel sagen, was, glaube ich, jeder und jede nachvollziehen kann. Der Kollege Schrödinger, der ist auch ein Physiker, der hat ein sehr gutes Buch geschrieben, bevor Erbsubstanz bekannt war. Ganz kurz, Schrödinger ist doch der mit der Katze, oder? Ja, der. Ja. Und der hat ein Buch geschrieben und da hat er geschrieben, dass man verliert mit jeder Formel, verliert man, ich glaube, die Hälfte der Leser oder irgendwie sowas. Und das ist lustig, weil in dem Bereich seiner Arbeit ist es sehr interessant, wenn bestimmte Sachen mit einer bestimmten Menge passieren. Also bei jedem Schritt ein Drittel, bei jedem Schritt die Hälfte oder so. Das ist für ihn aus bestimmten Gründen sehr interessant. Und
da steckt also noch ein kleiner Witz drin. Und wir alle als naturwissenschaftliche Leser wissen dann, okay, wenn du mit jeder Formel, die du im Buch hast oder die du erwähnst, weil du denkst, das werden die Leute schon verstehen, so wie Mikroskop und Portemonnaie und so weiter, verlierst du die Hälfte, dann hast du nach kürzester Zeit überhaupt keinen Leser mehr oder überhaupt keinen Hörer oder Hörerin mehr. Das ist der Witz dahinter. Und das stimmt. Also, und ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Buch oder einen Podcast. Nehmen wir mal jetzt den Podcast hier. Und ich würde sagen, nee, pass mal auf, du hast doch vorhin was gefragt und ich habe deine Statistik gelesen und ich weiß, die meisten interessieren sich nicht so für Statistik, aber ich gehe das jetzt trotzdem mal mit euch durch. Jeder schaltet ab. Natürlich wird es keiner zugeben, dann schreiben alle drunter in die Kommentare, war ein sehr interessanter Podcast, nicht wahr? Nur wenn du dann fragst, was ist denn nach der Formelerklärung der Statistik passiert, alle so, ne? Das heißt, es passiert wirklich und man darf niemals oder Frau niemals den Fehler machen und sagen, ja, das ist jetzt zwar ein bisschen kompliziert, aber dann war es das schon. Hinter dem Aber haben die Leute dann schon abgeschaltet. Das ist das Problem. Also besser dann im Vorfeld das so sich zurechtlegen, dass die Leute Bock haben, da mitzukommen. Das ist sehr interessant und gut, dass du das sagst. Das machen nämlich die aus dem Poetry stammenden Science Slammer. Und ich bin selber Moderator zum Beispiel fürs Bundesinstitut für Risikobewertung, wo ich da selber also der Moderator für Science Slams bin. Und das sind ja Leute und Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich das zurechtlegen. Wie kann ich mich verständlich ausdrücken, ne? Vorher. Also die üben das ja vorher. Meine Erfahrung ist, funktioniert auch nicht. Dann hast du nur Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen als Zuhörer, die sagen, das ist aber verständlich erklärt, cool. Du erreichst aber die 99,9% der Nichtwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen erreichst du auch nicht, sondern du hast, wen du noch erreichst mit Science Slam, sind Leute, die Wissenschaft cool finden. Wenn du dir aber hinterher fragst, nach dem Science Slam, nachdem 10 Science Slammer da waren, okay, sag mir mal den Inhalt von einem dieser Vorträge. Dann wird keiner dir irgendeinen Inhalt erklären können, sondern die sagen alle nur, das war total cool, dass das so verständlich erklärt war. Und dann sagst du nochmal, ja, ich weiß, jetzt nochmal, worum ging es denn inhaltlich? Ne? Und das ist das Blöde. Das heißt, ich kann auch nicht empfehlen, es vorzubereiten. Was ich empfehlen kann, und das ist super anstrengend, ist, geh raus in die Berufsschule, in den Kindergarten, zu dem Klimacamp, zu den Rechtsgerichteten, zu den Impfgegnern, zu den Blümchenpflückern, zu den Imkern und Imkerinnen, geh zu denen, die dir eine Frage schicken. Wenn die sagen, kommen sie vorbei, dann geh zum Fuck hin und beweg deinen verdammten Arsch dahin. Bereite dich nicht vor, sondern beantworte nur ausschließlich die Fragen, die die Leute dort fragen, ohne Fremdwort. Und dann wirst du im Laufe der Zeit lernen, ob die Leute es raffen oder nicht raffen. Das merkt man ja. Und dann wirst du durch Übung wirst du erfahren, wie du dich so ausdrücken kannst, dass die Leute dich nicht cool finden, das ist nämlich scheißegal. Also diese Superstar-Sache ist gut, die du angesprochen hast. Aber dieses cool finden, weißt du, so Guru-mäßig, so, wenn der das sagt, stimmt's auf jeden Fall. Das ist totale Scheiße. Sondern die Leute müssen es verstanden haben, damit sie, wenn du nicht mehr da bist, müssen sie selber mit ihren Freunden und Freundinnen drüber reden können. Ohne, dass du als Guru denen ihren Segen gibst. Und das kann man nur durch Übung lernen. Anders geht das nicht. Du bist jetzt richtig in Fahrt gekommen. Das finde ich gut. Klar, das ist mein Ding. Ich mache nichts anderes als Wissenschaftskommunikation den ganzen Tag. Ja, eben. Wie wichtig ist Spaß in der Wissenschaft? Also Spaß beim wissenschaftlichen Arbeiten. Wie wichtig ist das für dich? Ja, also das ist eigentlich das Wichtigste. Ich kann auch wieder nur, tut mir leid, dass wir jetzt so viele Physiker haben. Das ist jetzt wirklich Zufall. Das ist noch nie passiert. Das bring ist it, so. Komm. Also ich kann es jetzt nur von Einstein sagen, weil da war ich im Museum mal und das ist ja ganz lustig, dass die Schweizer und die Deutschen Einstein immer so für sich gerne haben wollen, obwohl sie ihn ja eigentlich ziemlich scheiße behandelt haben, kann man nicht anders sagen. Aber auf jeden Fall, okay, er ist Deutsch-Schweizer, ja, ist klar. Und in Ulm wird auch gerade irgendwie, weil er da geboren ist, wird gerade irgendwie ein Museum neu gebaut oder umgebaut. Also es ist sehr, sehr lustig jedenfalls. Und ich war dann mal im Museum. Und dann habe ich mir gedacht, ach, mal gucken, wie sie das jetzt da so darstellen, ne? Dass er ja eigentlich von Herzen Zentraleuropäer ist und auch nie was Schlimmes passiert. Und da lagen ein paar lustige Sachen, also die deine Frage vielleicht ein bisschen beantworten. Also das eine ist, da haben sie eine Uhr auf 5:12 gestellt, also Einsteins Taschenuhr. Finde ich sehr, sehr lustig. Also schon dieses Doomsday-Szenario mit der Atomkraft, was ja die damaligen Physiker und Physikerinnen sehr umgetrieben hat, haben wir ja schon drüber geredet. Und das Zweite, was ich sehr interessant war, ich kannte dem seine Stimme nicht. Ich hatte auch zum Beispiel Angela Merkel, habe ich das erste Mal vor 3 Jahren oder
Nee, das ist schon länger. Da war diese Griechenland-Sache. Ich weiß nicht, wann das war, als die Griechen irgendwelche Finanzschwierigkeiten haben. Da war ich in einem Hostel in Leipzig und da lief ein Fernseher und da habe ich das erste Mal Angela Merkel reden gehört. Also ich kenne die Stimmen von den Leuten meistens nicht, weil ich überhaupt nicht unterwegs bin auf Medien, wo man die hört. Und dann habe ich also seine Stimme gehört. Ich hatte auch Hitlers Stimme nicht gehört, bevor ich Hitlers Schädel das erste Mal in der Hand hatte. Also aber du hast die Stimme natürlich nicht dann gehört, als du seinen Schädel in der Hand hattest. Nee, das war danach, als sie dann den Film gemacht haben. Da habe ich das dann das erste Mal gehört. Und Einstein, also es war klar, das konnte nur Einstein sein, weil das ist ein Einstein-Museum und Einsteins Bett und Einsteins Uhr, also so. Und dann sagte der was ganz Merkwürdiges, so wie, ich war mein Leben lang nur ein Einspänner und glaube, also jetzt meine Worte, so an viele soziale Dinge nicht, die Menschen für sozial richtig halten oder so. Man soll sich aber, also die Grundlinie soll sein, man soll sich sozial und friedlich verhalten. Habe ich mir gedacht, ist das jetzt ein Witz? Das ist ja unsere Teameinstellung hier. Also und was jetzt die Hörer und Hörerinnen vielleicht nicht alle wissen, ein Einspänner, das war früher eine Kutsche mit nur einem Pferd davor. Ja. Und das bedeutet, man macht Sachen gerne alleine. Und das ist die Antwort. Also wir alle in den Wissenschaften, in den Naturwissenschaften, sind am glücklichsten und zufriedensten, wenn wir alleine mit unserem Krimskrams rumwurscheln können. Das ist das Glück. Also das macht dich glücklich. Also ich weiß nicht, zum Beispiel die Tina, die jetzt ja, könnt ihr nicht sehen und hören natürlich auch nicht, die ist im Büro gegenüber oder sie macht ein bisschen Krach, dann können wir sie hören. Die hat zum Beispiel neulich gesagt, da haben wir ein Insektenbestimmungsbuch bekommen, ganz, ganz kompliziert. Das ist die neueste Auflage von der Royal Entomological Society für ein Schmeißfliegenbestimmungsbuch. Und ich habe die, hört sich jetzt lustig an, ich habe die Ehre, das ist aber echt eine Ehre für das Entomologists Monthly Magazine, mal was zu schreiben. Wirklich, ich hätte niemals gedacht, bis vor einem Monat, dass ich jemals einen Artikel da schreiben darf. Also das ist für mich wertvoller als ein Nobelpreis oder so, den ich natürlich nie kriegen werde. Aber also das ist das für mich das Allercoolste. Ja, einmal eine Buchrezension über einen Schmeißfliegenbestimmungsschlüssel im Entomologists Monthly Magazine zu schreiben. Also da hat er mich herausgegeben und mich gefragt, habe ich das gemacht. Dann habe ich zu Tina gesagt, pass auf, wir testen den. Wir testen diesen Schlüssel, wir nehmen jetzt ganz viele Fliegen aus den letzten 25 Jahren, die wir hier rumliegen haben, von Leichen, total versifft, zerbrochen, vermoddert, weil die halt uralt sind und von echten Tatorten und dann sind die natürlich nicht schön und dann gucken wir die mal, ob wir die mit dem Bestimmungsschlüssel bestimmt bekommen. Und dann hat die Tina, nachdem sie das gemacht hat, hat sie gesagt, das hat mir Spaß gemacht. Ne, wo jeder andere denken würde, boah, der Beneke, der drückt ja jetzt einen Scheißjob aufs Auge, das Langweiligste auf der Welt. Also wir sind glücklich, wenn wir halt unseren Kram haben. Ganz kurz, um in diesem Beispiel mal kurz meine Zähne reinzuschlagen. Ihr habt da Fliegen aus 25 Jahren, wie du sagtest, bei euch rumliegen. Genau, von den Tatorten. Wir müssen die ja aufheben, das sind ja Spuren. Also wie Sperma, Haare, Speichel, Blut, die musst du ja aufheben, die kannst du ja nicht wegschmeißen nach der Bearbeitung. Nicht? Also gibt es da nicht sowas wie eine Verjährungsfrist? Entschuldigung, das habe ich jetzt zu flapsig gesagt. Wir dürfen das natürlich nach irgendeiner Frist, also die Staatsanwaltschaften so, das ist noch ein anderes Thema, die unterliegen irgendwelchen gesetzlichen Regeln. Aber wir können natürlich immer sagen, wir haben keinen Platz mehr, sorry, ne? Ja. So. Oder können das notfalls einfach zurücksenden an den Auftraggeber, ne? Und dann sagen, schönen Tag noch. Hier ist ja deine Fliege zurück. Genau. Also das würde schon gehen und die würden es dann wahrscheinlich wegschmeißen, ne? Aber wir heben die grundsätzlich auf, aus vielen Gründen. Also erstmal soll ja eine Nachprüfung möglich sein. Also in den Naturwissenschaften ist ja die wichtigste Regel, es muss wiederholbar und nachprüfbar sein. Mhm. Und zweitens, es muss eine Vorhersage erlauben, die auch andere machen können, ohne dass du es bist. Also das soll nur auf den Formeln, Tatsachen und Regeln der Naturwissenschaft beruhen. Und deswegen heben wir die Sachen auf, weil sonst ist die Nachprüfbarkeit ja nicht mehr gegeben. Sonst hast du ein Gutachten und in dem Gutachten sind halt zum Beispiel nur Fotos. Und dann muss derjenige halt mit den Fotos arbeiten. Ich kenne das Problem, weil ich bin Obergutachter. Also ich begutachte Gutachten von anderen. Und da hast du immer die Frage, tja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was der sonst noch vorliegen hat. Das steht ja nicht im Gutachten drin. Das ist ein bisschen knifflig. Heißt das, du hast aus 25 Jahren Fliegen eingelagert? Ja, noch länger, seit 30 Jahren oder so. Ja, klar. Jede Fliege, aber doch nicht jede Fliege. Doch. Jede Fliege, jede Spur, jede Blutspur, jede Faser, alles. Wir haben den Vorteil, dass das relativ klein ist. Als ich früher in New York gearbeitet habe, da war das ein Problem. Da ist gerade die Serie, die hieß CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI New York, da ist so eine Serie entstanden, so eine, wo so naturwissenschaftliche Kriminalisten so, eigentlich sind das Polizisten, das sind eigentlich so Superhelden, ja. Also so Superhelden ermitteln mit Naturwissenschaften irgendwie. Und in der Form von, ich habe die nie gesehen, ich habe nur eine Folge mal gesehen für eine Zeitschrift, da sollte ich mal bewerten, wie realistisch das ist. Naja, egal. Und
da haben wir teilweise unter dem Eindruck dieser Fernsehserie, kam die Polizei wirklich jetzt, ist kein Witz, die kam mit einer Last, mit einem Laster an, zu uns ins Labor und haben gesagt, so, wir haben die gesamte Wohnungseinrichtung euch gebracht, ihr könnt ja daraus dann alles rauskriegen. Und wir so, nein, es hätte eine Blutspur gereicht und Fotos und das, bitte redet vorher mit uns. Oder was auch in Deutschland, was ich erlebt habe, zu der Zeit, da kam ein Laster an, damals aber dann in die Rechtsmedizin, nicht in New York ist das ein bisschen anders, da untersteht man dem Bürgermeister, damals Giuliani übrigens war der Bürgermeister, war mein Chef. Oh, in der Zeit warst du in New York? Ja, ja, das ist schon lange her. Das und, war ein hartes Pflaster damals, glaube ich. Nee, es ging schon. Der Giuliani hatte schon den ganzen Times Square von Sexshops und organisierter Kriminalität durch Immobilienspekulationen befreit. Gott sei Dank. Also, das ging schon. Nee, nicht Gott sei Dank, es ist schlimmer geworden. Jetzt sind Disney und Starbucks da. Also, es ist eigentlich schlimmer als vorher. Ich weiß. Und da war das dann so in Deutschland, da kamen die zum Beispiel mit einem Laster voll Erde an, weil du, das stimmt ja auch, du kannst natürlich ein Laster voll Erde durchsieben, wenn du jetzt ein Riesendelikt hast, was halt sehr, sehr interessant ist, meistens wenn Kinder getötet werden oder so und das einen riesen gesellschaftlichen Aufschrei gibt, also bei Obdachlosen oder so wird es ja natürlich niemanden interessieren, natürlich, ne? Aber nicht. Sagen wir mal, das niedliche blonde Kind, dann interessiert es auf einmal sehr, sehr viele, gut, geht mich nichts an, haben wir schon drüber geredet, ist eine gesellschaftliche Bewertung. Und da wird auch schon mal ein Laster voll Erde durchgesiebt. Aber wenn der unaufgefordert vor der Tür steht und ich bin leider an diesem Sonntag der Einzige, der überhaupt da ist und nur deswegen, weil ich halt jeden Tag inklusive sonntags freiwillig arbeite, ohne dafür bezahlt zu werden, dann ist natürlich so wie, ich kann jetzt leider auch niemanden anrufen. Ihr könnt jetzt den Laster gerne hier stehen lassen. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Wahrscheinlich müsst ihr den irgendwie bewachen. Aber ich bin jetzt hier nur der Doktorand oder so oder der Fuzzi, der hier rumsteht. Also deswegen ist das so, diese Spuren kannst du natürlich nicht aufbewahren. Das Problem haben die Staatsanwaltschaften. Die haben natürlich Äxte, Sägen, blutige Jacken, Badewannen, Betten. Ich meine, das müssen die natürlich irgendwann wegschmeißen. Dürfen sie zwar nicht, aber machen sie dann halt trotzdem. Ja. Also du hast wirklich jede, ich meine gut, Insekten sind natürlich klein, aber wir haben ja schon am Anfang quasi etabliert, du bist ein vielbeschäftigter Mann, das heißt in 30 Jahren, da sammelt sich so manche Fliege an. Und ja, und auch andere Sachen, also auch wie gesagt Fasern, Sperma, Mageninhalt, verrückte Gifte, die irgendwo drin sind, alles mögliche. Oh. Okay, ich weiß so fasziniert, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Du hast gefragt, ob wirklich alles aufbewahrt wird. Also, nein, noch weiter davor. Es ging ja darum, dass du bei dieser Zeitschrift ein Review oder ein Review. Ja, ja, da war deine Frage, wann ist man glücklich oder wann hat man Spaß? Wissenschaften. Und das hast du in solchen Momenten. Das ist natürlich nichts, was irgendwen interessiert. Das ist wirklich eine ganz sachliche, fachliche Aussage. Die hört sich wahrscheinlich jetzt irgendwie kulturell seltsam an oder sozial, aber ich meine sie wirklich so. Aber diese Buchbesprechung zu lesen von mir, das macht mich glücklich, weil ich weiß, die Tina hatte super viel Spaß daran, die ganzen Tiere zu bestimmen. Wir hatten unsere ganzen Spuren noch da, wir haben alles ordentlich sortiert, wir wissen, wo was ist. Also Ordnung und Sortieren macht uns auch allen super viel Spaß. Es gibt keine im Labor schlampigen Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerinnen. Das gibt's ganz selten mal, so zum Beispiel, wie der Schimmelpilz entdeckt wurde, da stand halt was rum und so. Aber im Grunde genommen musst du, wenn du nicht gerne zählst und sortierst und Spaß hast, bringt das nichts. Das bringen wir auch schon den Kindern bei, ne? Dass man, sagen wir, zerbrecht mal Spaghettis in der Badewanne und dann guckt mal von trockenen Spaghettis, wie viele Teile das sind. Und dann können wir über alles andere reden, was daraus folgt. Stehende Wellen, Aufbau von Brücken, Hochhäusern und so. Und das ist das, was uns Spaß macht. Zählen, messen, eine sachliche, richtige, korrekte Aussage dazu treffen, es beobachten und Ende. Das kennst du auch bei ASPIs zum Beispiel. Ich bin auch im Vorstand von so einem ASPI- und Autismusverband. Wir machen da gerade auch eine neue, sehr große Umfrage, wie man denen gute Arbeitsbedingungen schaffen kann und Schul- und Lernbedingungen. Und das Beste ist, du lässt sie halt in Ruhe. Lass sie einfach in Ruhe. Wenn die sagen, das Licht ist mir zu grell, dann dimm das Licht ab. Wenn die zu sagen, das sind komische Geräusche, dann sorg dafür, dass die Geräusche nicht da sind und erlaub denen, Kopfhörer anzuziehen, anstatt zu sagen, das Licht ist nicht zu hell und die Geräusche sind nicht schlimm. Lass die doch einfach in Ruhe ihren Kram machen. Und so musst du dir das bei Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen auch vorstellen. Lass sie in Ruhe ihren Kram machen, sind die zufrieden und alles ist schön. Oh, okay. Wenn du, ich gehe jetzt auch nochmal zurück, weil deine Beispiele, will ich dich gar nicht so viel unterbrechen, weil das viel zu faszinierend ist, da zuzuhören. Wir hatten ja vorhin schon die Sache mit der Gerechtigkeit, wo du ja schon quasi wissenschaftlich bewiesen hast, dass es das nicht gibt. Wofür,
Wofür machst du das dann alles, wenn nicht für Gerechtigkeit? Ja, aus dem Grund, den ich gerade gesagt habe, ich beobachte gerne. Das ist für mich ruhig und friedlich. Also Tatsachen und Messungen durchzuführen, aufzuschreiben, mit anderen zu teilen, das vergisst man auch sehr oft. Wir teilen ja alles gratis, ne? Also unsere Veröffentlichungen schreiben wir ja alle gratis und verschenken das. Und ist, glaube ich, der Spaß. Da sehe ich auch wirklich einen echten Bogen zu diesen Autismus-Spektrum-Sachen, weil die meisten Leute denken, die Autisten, Autistinnen haben keinen Gesichtsausdruck, äußern sich nicht, stehen mit der Umwelt nicht in Verbindung, sind zurückgezogen. Das stimmt aber gar nicht. Was sie in Wirklichkeit machen, ist, die beobachten die ganze Zeit. Und wenn du sie dann siehst, zum Beispiel im Umgang, also besonders stark fällt mir das beim Umgang mit Tieren auf, können extrem gut mit Tieren umgehen, weil sie die Tiere erstmal angucken, nicht bewerten. Und das, was die Tiere machen, für bare Münze nehmen. Das heißt, die sagen, okay, ich sage dir mal ein Beispiel, was wusste ich gar nicht, bevor meine Frau mir das gesagt hat. Wenn Katzen dich nicht angucken, sind sie höflich. Wenn sie dich anstarren, ist es super unhöflich unter Katzen. Ne? Mensch würde denken, das höre ich das erste Mal, das stimmt überhaupt nicht. Ja, genau, das ist genau das Problem. Du denkst, du weißt, wie es ist und deswegen verhältst du dich dauernd falsch. Und woher weiß ich das, dass das stimmt? Weil du das bei diesen Menschen, die sogenannten Tierflüsterer, so Pferdeflüsterer, Katzenflüsterer, Hundeflüsterer, das sind alles Menschen, die beobachten nur, was das Tier will und wie das Tier spricht und wie das Tier sich verhält und wie das Tier Verhaltensweisen zeigt. Und dann passieren diese Sachen, die du immer in Büchern und Filmen sehen kannst. Das Pferd, was von niemandem zu zähmen war. Ich kannte zum Beispiel Monty Roberts, das war so ein Pferdeflüsterer, den kannte ich persönlich. Der geht dahin und es ist das Pferd versucht gar nicht erst verrückt und aggressiv sich zu verhalten, weil es direkt schon an der Mimik und an der Gestik von der Person merkt, dass es das halt versteht. Zum Beispiel Kopf senken, Augenkontakt, bestimmte Dinge, Lächeln oder sonst was, was die Tiere manchmal können und nicht können. Oder bei Hunden, die immer obedient sein wollen, also immer ergeben sein wollen, immer Herrchen, Frauchen, die halt sehr, sehr stark zum Beispiel auch auf Mimik achten. Das vergessen die meisten. Die denken, dass das nur gesprochene Befehle oder Gesten sind, aber das stimmt gar nicht, sondern die achten super krass auf die Mimik der Herrchen und Frauchen. Oder die pendeln zum Beispiel mit der Nase, um Gerüche von links und rechts aufzunehmen und gucken dabei aber auch links und rechts und so weiter. Und das kannst du total leicht lernen. Das ist super, super leicht. Und so, darum geht's. Also wir haben Spaß daran, Tatsachen aufzuschreiben, zu beobachten, fertig. Also und alle anderen haben halt Spaß am Rest. Auslegen, bewerten, spannende Geschichten erzählen. So. Also du bist eigentlich, du bist angetreten für die Wahrheit. Ja, für die Wahrheit, solange sie nicht durch die Humanities geformt wird, ne? Also oder verformt im freundlichen Sinne. Ich meine, diese Wissenschaften brauchst du natürlich auch, ne? Du brauchst ja die anderen, also angefangen mit Jura, nehmen wir mal, was noch sehr, sehr strenge, logischen Aufbau eigentlich hat, der aber aus sozialen und kulturellen Annahmen kommt, bis hin zu den rein auslegenden Wissenschaften, zum Beispiel manche Kulturwissenschaften. Aber die brauchst du natürlich alle in der menschlichen Gesellschaft, ne? Aber mein Wahrheitsbegriff ist der Wahrheitsbegriff aus den knallharten Naturwissenschaften, den die Humanities ablehnen, ne? Also muss man dazu sagen. Also die haben ja auch einen Wahrheitsbegriff. Ne? Die sagen halt, es gibt eine kulturelle, eine soziale, eine juristische Wahrheit, aber von der rede ich jetzt nicht. Also ich bin für die naturwissenschaftliche Wahrheit angetreten. Okay. Du bist ja auch noch für die Politik angetreten. Also du bist Politiker. So haben wir uns kennengelernt, buchstäblich auf einer politischen Bühne. Ja, das stimmt. Es gibt ja gerade so eine ziemlich heiße Diskussion zum Thema Impfpflicht. Ob oder ob nicht. Und da würde ich gerne deine Meinung zuhören. Ja, ich habe das einfach ganz ASPI-Style gelöst. Wir haben den Leuten zugehört. Also wir kriegen ja ganz viele Anfragen dazu natürlich über die schon genannte virusonline.de-Sache da. Und also wirklich Zehntausende von Anfragen, wirklich jetzt. Ne? Also das ist unvorstellbar, wirklich. Die Seite ist nicht bekannt, weil die großen Medien finden das zu, weiß ich nicht, zu volksnah irgendwie. Zu simpel vielleicht. Nee, eher zu volksnah. Also, weil ich erkläre auch komplizierte wissenschaftliche Sachen da, nur halt mit einfachen Worten. Ich bin auch zum Beispiel der Einzige, der die Studie vorgestellt hat, die früh rauskam von dieser chinesischen Kollegin, die sagt, das kommt aus Wuhan, das Virus, aus dem Labor. Das ist ein Laborvirus. Ne? Also, das stelle ich dann ganz sachlich vor. Und mir ist das egal, ob das auf der rechten Seite Breitbart veröffentlicht wurde oder ob die Kollegin aus China ist. Interessiert mich alles gar nicht. Ich rede nur über die
Tatsachen, die wissenschaftlichen Tatsachen aus ihrer Veröffentlichung. Okay, darüber würde ich gleich auch noch gerne mit dir reden, aber ganz kurz zur Impfpflicht. Zur Impfpflicht. Und dann habe ich das, und dann haben wir halt von vornherein gesagt, meine Frau und ich, wir geben Antworten, die unserer wissenschaftlichen Wahrheitswahrnehmung entsprechen. Und die Antwort ist ganz einfach. Wir haben geguckt, wie hoch muss die Impfquote sein, wenn du diese sogenannte Herdenimmunität erreichen willst. Das war, bevor diese Delta-Variante jetzt kam und vor der englischen Variante davor, aber jetzt eigentlich hauptsächlich wegen Delta, war das ungefähr so 80-85%. Dann haben wir das noch mit historischen Zahlen verglichen, zum Beispiel wo es also Pocken und dergleichen, Masern, und haben gesagt, ja, das könnte ungefähr hinhauen. Und dann bei Delta kam aber dann eine neue Studie raus, dass es eher 95% sein müssen, also schon eine ziemlich hohe Zahl. Und dann haben wir das jetzt abgeglichen mit den Umfragen, die bekannt sind und aber auch mit den Stellungnahmen, die wir so kriegen, was aber eine Stichprobenverzerrung natürlich ist, weil zu uns kommen ja nur die Leute, die Ängste und Fragen haben. Und dann haben wir gesagt, das könnte aber vielleicht hinhauen. Und ich sage dir jetzt mal ein klassisches Gespräch, was ich gerade hatte. Ist von einer befreundeten Band jemand, eine Band, die ich extrem gut finde. Der hat dann, also da sind sehr, sehr viele Impfgegner bei unter den Künstlern und Künstlerinnen, muss man sagen. Und aus diesem falsch verstandenen Freiheitsbegriff heraus. Und dann hat er gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Die ganze Welt ist verrückt geworden. Ich weiß überhaupt nicht, also meines Wissens nach helfen Impfungen gegen gar nichts. Impfungen braucht man überhaupt nicht. Und ich weiß überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn jetzt deine Frage? Also, ne, also erstmal Punkt 1. Was ist die Frage? Und dann hat er gesagt, muss ich mich impfen lassen? So, das heißt, aus einer Wall of Text konnte ich mit einer einzigen Frage herauskriegen, einen einzigen Satz, was er überhaupt wollte. Das war schon mal sehr gut. Ein Satz. So, habe ich gefragt, ein Satz als Antwort. So, jetzt hatten wir die Daten und dann habe ich gesagt, du brauchst dich nicht impfen lassen, weil aus irgendwelchen Gründen hast du ja panische Angst offenbar davor, soweit ich das deiner Mail entnehme. Man schreibt natürlich nicht panisch, ne, sondern man sagt dann halt, du hast ja große Bedenken. Und es reicht, wenn sich 95% der Menschen impfen lassen. Wenn du das jetzt absolut nicht willst, dann halt nicht. Und damit war das Gespräch zu Ende. Dann hat er mir ein Herzchen zurückgeschickt und hat gesagt, okay, das heißt, die Frage war nur, ich übersetze das jetzt mal in unsere Sprache sozusagen. Also, ich habe panische Angst. Ich weiß nicht, warum ich die Angst habe. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Wie komme ich jetzt aus meiner Panik raus? Und die Lösung ist, okay, wenn du zu den 5% gehörst, die sich nicht impfen lassen, ist alles gut, weil 95% reichen immer noch. Das heißt, es ist eine datenbegründete, messungsbegründete Lösung, die einem echten Menschen mit einer echten Angst aus seiner echten Panik raushilft. Paf. Das ist unsere Antwort von der Ines und mir auch zur Impfpflicht. Wenn du die Impfpflicht als echte, harte Impfpflicht einführst und die Menschen mit Panik und extremen Ängsten dazu zwingst, wirst du nicht so gut ins Gespräch kommen, als wenn du sagst, okay, mal sehen, wie wir die 95% erreichen. Und wenn sich dann herausstellt, dass du die 95% auf die Art nicht erreichst, dann kann man über andere Maßnahmen nachdenken. Da muss man das halt wie bei Masern oder Pocken oder sonst wie anders lösen. Aber solange das auch auf eine andere Art klappt, kann man es auch anders lösen. Ja, da hast du was gesagt, weil Pocken war, glaube ich, bis 75 Impfpflicht und ich weiß gar nicht, ist Masern noch verpflichtend? Kommt drauf an, ja. Also ich würde mal sagen, wenn du jetzt die weltweite Situation nimmst, würde ich sagen, eher ja. Ja. Eher ja. Aber nein, ich meine tatsächlich auch in Deutschland, da ist das nicht auch noch verpflichtend, die Masernimpfung? In Deutschland weiß ich jetzt nicht genau, weil die Gesetze, die lese ich mir immer nie durch, sondern nur halt die wissenschaftlichen Sachen. Aber es ist halt so, ich kann es mal anders beantworten, wenn du eine Masernparty machst mit deinen Kindern, wo sich dann angeblich alle anstecken und dann gesund werden und damit die Sache erledigt ist, da ist noch nie jemand jetzt irgendwie wegen Kindswohlgefährdung ernsthaft bestraft worden. Also so würde ich es mal eher formulieren. Ne? Stimmt, es gab ja diese Masernpartys. Richtig. Also natürlich wird das jetzt heutzutage, also ich denke jetzt nach Corona würde die Sache vielleicht insbesondere unter dem genannten rechtlichen Blickwinkel der Kindswohlgefährdung vielleicht ein bisschen anders gelöst. Aber ich meine, du willst natürlich auch da sind wir jetzt wieder bei der Politik, du willst natürlich auch nicht in der Zeitung stehen, dass man sagt, okay, der Innensenator von Berlin oder die Justizsenatorin von Berlin oder irgendwer oder wie auch immer die dann jeweils regional heißen, der Bürgermeister nimmt uns die Kinder weg. Weil gerade die Leute, die Impfpartys machen, sind ja die sozial eingebetteten
eher besser situierten Menschen deswegen. Okay, ja, stimmt. Aber in ungefähr in dem gleichen Stadion spielt ja auch diese, also jetzt meine ich so, ne, wenn der Politiker dann dieses und jenes sagt, dann wird er von seiner eigenen Partei vielleicht zerfleischt oder spätestens von den Medien, je nachdem in welcher Partei er ist, ist es dann zum Beispiel die Bild-Zeitung oder wer auch immer. Ein anderes Thema, was mich noch sehr interessiert, ist die Legalisierung von, ja, zurzeit illegalen Substanzen, wie zum Beispiel Psychedelika, natürlich auch Cannabis und Konsorten, sage ich mal. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass gerade im Bereich der Psychedelika ja offenbar immer mehr Forschungsergebnisse zutage kommen, die aufführen, dass die kontrollierte Behandlung in einem entsprechenden Setting herausragende Ergebnisse bei Behandlung von Depressionen, Suchtzuständen und so weiter. Dass es das gibt. Also, was würdest du da sagen? Ja, da gibt es gute Forschung zu. Also erstmal zu den Psychedelika. Also Cannabis nehmen wir jetzt mal raus, das ist ja nochmal sowieso ein anderes Thema. Also da reden wir mal über Psychedelika. Also der größte hier, ich habe die Sachen sogar hier stehen. Das ist ja wunderbar. Also das ist jetzt nur für deine Hörerinnen und Hörer. Ich zeige dem Christopher jetzt gerade eins der bekanntesten Bücher. Das lese ich mal vor. Das ist von Stanislav Grof. Das heißt LSD-Psychotherapie. Das stand bei meinem Psychologieprofessor, stand das noch im Regal. Der hatte davon 40 Stück für die Vorlesung. Der stammte aus dieser Zeit, als das also gemacht wurde, das vergisst man heute. Also das war schon mal längst durch. Das Buch ist deutsch bei Kotta erschienen, wo auch Herr der Ringe erschienen ist. Also nicht irgendwo, sondern da, wo Herr der Ringe da. Das ist von 1981, also nicht aus den wilden 60ern. Und ist in Deutschland das erste Mal erschienen, 1983. Und da geht es um die sogenannte psycholytische Behandlung, also dass man diese seelischen Blockaden, also in meinem Berufsbereich wären das jetzt vor allen Dingen Traumaerfahrungen wie lange andauernder Missbrauch in der Kindheit und oder auch einmalige Sachen, sehr plötzlich eintretende Dinge, dass dein Kind wird ermordet, was ich vorhin schon gerade erwähnt habe, und oder nicht ermordet, sondern säuft unter rätselhaften Umständen ab. Also ich meine das jetzt nicht lustig, sondern wirklich mehr weiß man einfach nicht. Also, ne, also das ist einfach so ganz, sagen wir mal, so flapsig, wie ich das jetzt sage, so bleibt das den Leuten dann auch im Gedächtnis und die können überhaupt keinen Reim sich draus machen. Und da wird schon gesagt, du brauchst eine Vorbereitungsphase, es muss in psychedelischen Sitzungen gemacht werden, also psycholytischen Sitzungen dann. Und dann verarbeitest du nicht nur dein Trauma, sondern, das ist jetzt ganz wichtig, auch diese psycholytische oder psychedelische Erfahrung, die muss auch besprochen werden. Also das ist jetzt nicht so, du nimmst ein Medikament, dann ist es gut, sondern du musst jetzt auch, also das wäre so, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, das wäre so, als ob du, sagen wir mal, du nimmst Antidepressiva oder sowas und du würdest jetzt viel mehr über die Nebenwirkungen reden und warum die Nebenwirkungen nicht belasten. Das macht keiner. Keiner deiner Hörerinnen und Hörer hat jemals so ein Gespräch mit einer Therapeut oder Therapeutin geführt. Die sagen, ja, die Nebenwirkungen müssen sie halt in Kauf nehmen. Sie nehmen jetzt das Medikament, damit wir überhaupt die Therapie vernünftig machen können. Aber wenn du dann anfängst und sagst, ja, aber mich belastet das total, dass ich zum Beispiel starke Gewichtszunahme habe oder keine Lust auf Sex mehr habe, was jetzt typische Nebenwirkungen von sowas sind, dann sagen die, ja, okay, gut, ich weiß. Das steht ja im Beipackzettel. Können wir jetzt wieder über ihr Problem reden? Und dann so, okay. Und das wird heute vergessen. Und dann kann ich das aus Amsterdam noch auch sehr gut untermauern. Das ist ja sehr gut untersucht. Ich kannte das noch, als man da damals noch die oberirdischen Pilze, heute kannst du ja nur noch die unterirdischen Pilzanteile kaufen, diese Truffles. Und ich habe es miterlebt, wie das überhaupt kein Problem war. Da haben dann insbesondere die Engländer haben hauptsächlich gesoffen und die Engländerinnen, die Leute aus den anderen Ländern haben dann gerne die Psychedelika genommen. Und dann gab es leider das Problem, dass das dann gemischt wurde. Und dann sind halt Leute in die Grachten gefallen und irgendwas ist passiert. Daraufhin haben dann die Holländer, die auch einen politischen Rechtsruck erlebt haben, oder Niederländer und Niederländerinnen, haben dann gesagt, okay, wir verbieten jetzt Alkohol und Psychedelika zusammen. Und zack, schon mal das Problem gelöst. Das ist jetzt wirklich kein Blabla von mir, sondern das kann sich jeder vor Ort bis heute selber angucken. Wenn strikt getrennt wird zwischen Alkohol und Psychedelika, also entweder trinkst du Bier, Schnaps, sonst irgendwas, oder du nimmst Psychedelika ohne Alkohol, dann funktioniert das einwandfrei. Dann gibt es die berühmte Studie vom Kollegen aus England, vom Kollegen Nutt, N-U-T-T, die zeigt, dass Psychedelika überhaupt kein gesellschafts- und selbstgefährdendes Eigenschaften haben im Vergleich zu den harten Drogen wie Crack, Crystal oder Alkohol. Und Heroin, ja, Alkohol ist die schlimmste von allen, ja klar. Aber ich erwähne auch gerne die anderen, weil Crystal, ich war gerade in Erfurt, Erfurt ist ja jetzt die Crystal-Hauptstadt Deutschlands. Was? Also deswegen möchte ich das schon mal zusammenbinden. Also, Crystal? Also nehmen wir mal,
Ist die der Erfurt ist die Crystal Hauptstadt Deutschlands? Ja, das nee, Europas. Das war vorher Dresden, ja. What? Und ja, ist halt so. Das kannst du ja im Grundwasser einfach messen. Da sind wir bei Messungen. Also wir wissen es einfach, weil du misst einfach aus den Abwässern, wie viel da drin ist. Und da ist halt in Erfurt am meisten jetzt im Moment drin, vorher in Dresden. Und diese Dinge, also deswegen binde ich das jetzt mal zusammen. Also Alkohol hat die stärkste Außenschädigung auf deine Familie, weiß jeder, der schon mal mit Alkohol zu tun hatte. Dann aber eben Heroin, Crystal, sowas. Ne? Und Psychedelika haben auch da überhaupt, also ja, es kann schief gehen. Ja, das ist nichts für Jugendliche und Kinder. Ja, du musst, wenn du deine Erfahrung gemacht hast, mit anderen drüber reden. Alles das, was man gerne vergisst bei dieser Legalisierungsdiskussion. Ja, das ist schon seit spätestens 1981 sehr, sehr gut auch wissenschaftlich untermauert. Und wenn du das machst, dann könntest du die problemlos legalisieren. Dann schreien natürlich sofort alle auf und sagen, ja, LSD ist aber kein Brokkoli. Ja, weiß ich. Ne? Ist mir auch klar. Hat aber auch nie jemand behauptet. Was ist das für eine hirnverbrannte Aussage? Hat doch niemand gesagt. Ne? Warum müssen wir über Stellvertretergespräche führen? Also man könnte auch ohne den medizinischen Umweg, der ja gewählt wird bei Cannabis, das war in den USA ja auch so, bevor Cannabis breit legalisiert wurde, vor wenigen Jahren hat man ja auch zuerst gesagt, okay, wir geben es medizinisch frei. Daraufhin haben alle Leute Erkrankungen gehabt, die Cannabis zu sich nehmen mussten. Hat man gesagt, okay, komm, jetzt cut out the bullshit. Dann geben wir es jetzt halt so frei. Das hatte sehr große Steuervorteile. Organisierte Kriminalität wurde in den Arsch getreten. So, und da muss ich man muss sich doch wirklich fast überlegen, ob ein Land es sich noch leisten kann, Cannabis nicht zu legalisieren, aufgrund der Kohle, die in die Kassen kommt. Ja genau, also das wäre ja dann, so kommt es ja, dass auch in den USA gibt es ja gar keine richtig liberalen Parteien, wie wir die kennen. Also es gibt ja die Republikaner und die Demokraten und die in Deutschland würden die ja beide als mindestens streng konservativ gelten. Ne? Also das, was wir so kennen, so wie die Linke oder sowas, das gibt es ja überhaupt nicht nennenswert in den USA. Oder Bernie? Ja, schon, aber die gibt's mal, aber die spielen in der Parteienlandschaft keine Rolle. Das spielt sich immer nur zwischen Demokraten und Republikanern ab. Ja, ja, okay, das stimmt natürlich, klar. Klar, Politiker und Politikerinnen und Parteien gibt es schon, aber die spielen überhaupt also gar keine Rolle. Die sitzen nirgendwo in Parlamenten oder so groß oder haben da zumindest nichts zu sagen oder haben keine Regierungsbeteiligung. Also die Linken haben in Deutschland ja sogar Regierungsbeteiligung und in Bundesländern oder regional. Und die Konservativen kriegst du natürlich mit dem Steuer- und organisierten Kriminalitätsargument. Mein Argument ist organisierte Kriminalität. Das Steuerargument nehme ich gerne noch mit. Und dann würde ich aber sagen, das echte Argument ist natürlich tatsächlich auch das, was du sagst. Das ist natürlich, wenn du deine Bürger und Bürgerinnen für erwachsen hältst, musst du es denen wie bei Alkohol dann entweder überlassen oder, und das meine ich jetzt todernst, das ist zitierbar, oder auch wirklich, das meine ich jetzt ganz ernst, nicht beleidigt, nicht irgendwie flapsig, dann musst du unbedingt Alkohol verbieten. Und würde ich ein Alkoholverbot unterstützen, wenn man sagen würde, okay, jetzt lass uns doch mal aufhören mit der ganzen Scheißdiskussion um irgendwelche Dinge, um die es überhaupt nicht geht. Ich würde das Alkoholverbot mit unterschreiben, wissend, dass dann die organisierte Kriminalität wieder hochkommt. Dann sage ich, siehste, das habe ich euch vorher gesagt. Die Mafia, die italienische Mafia ist durchs Alkoholverbot entstanden. Okay, wenn es euch lieber ist, dass der Staat unterwandert wird von organisierter Kriminalität, bitteschön. Dann machen wir das. Aber dann lass uns auch bitte Alkohol verbieten. Weil wenn wir sowieso schon das Unterwandern des demokratischen Staates, wenn wir das sowieso jetzt gerade beschließen, dann lass uns direkt das Alkoholverbieten mit verschließen, weil dann haben wir wenigstens eine gute Sache. Wenn wir allerdings das Vernünftige tun und sagen, die Substanzen, die nach wissenschaftlicher Kenntnis über jetzt mittlerweile, nehmen wir jetzt mal die früheren Studien, also sagen wir mal 50 Jahre, die nachweislich bei kontrolliertem Gebrauch, was angeblich bei Alkohol ja auch passiert, angeblich gibt es ja gar nicht so viele Alkoholkranke und Alkoholopfer, zerstörte Familien, verprügelte Kinder, zerstörte Kindheiten. Okay, wenn ihr das glaubt, wenn ihr das meint, dann bitteschön. Aber das Vernünftige wäre, die Forschungsergebnisse zu benutzen, das Geld für die Steuern abzugreifen. Ach übrigens, ich höre jetzt auf und sage nur noch eine Sache, die vielleicht gar nicht alle wissen. In den USA haben die Konservativen, wie ich schon sagte, beschlossen, dass Cannabis freigegeben wird. Ne? Das könnte man mit Psychedelika ja auch machen. Und jetzt ratet mal, wofür das Geld zwingend von den Konservativen benutzt wird. Der Deal war natürlich, dass das nur ausschließlich für Vorbeugung von Drogenmissbrauch, Kindergärten und Krankenhäuser verwendet wird. Das ist kein Witz. Das heißt,
das, was alle fordern und sagen, ja, aber das Geld geht da bestimmt in irgendwelche Scheiße rein, die wir nicht wollen, stimmt aber gar nicht. Gerade weil die Konservativen an den Steuergeldern interessiert sind, aber Drogen hassen, was ich auch verstehen kann bei den Konservativen, deswegen sind sie halt konservativ, klar. Deswegen wird das Geld nur für soziale Einrichtungen verwendet. So, und jetzt möchte ich mal noch einen Grund hören. Welcher Grund bleibt jetzt noch übrig? Die Konservativen haben es bereits in den USA gemacht mit Cannabis. Ne? Und du hast nach Psychedelika gefragt, okay, das ist ja, aber in den Niederlanden. Cannabis ist ja quasi der erste Schritt auf der Straße, der uns dahin führt zu, auch ja. Wie du schon sagtest, wenn wir davon ausgehen, dass das ein selbstbestimmtes Volk ist, das heißt also erwachsene Menschen, die im Rahmen ihrer Information eine freie Entscheidung treffen können, dann muss das halt so sein. Ich möchte übrigens noch eine Drogengruppe mal ansprechen, die ein Riesenproblem ist, oder zwei Drogengruppen. In den USA ist gerade die größte Opiat-Pandemie sozusagen, wenn du so willst, also es ist keine Pandemie, sondern halt eine Epidemie, weil es in den USA nur ist, mit Opiaten. Und ich meine, selbst Capital Bra hat sich selber, das kennen wahrscheinlich viele das Video, hat sich selber gemeldet und gesagt, meine Teledin-Verherrlichung in meinen Songs möchte ich jetzt ausdrücklich zurücknehmen. Der hat ja zwei Kinder und möchte ein guter Vater und ein guter Rapper sein und möchte euch sagen, nehmt kein fucking Teledin. Ich möchte drei Gruppen nennen. Die zweite ist die muskelaufbauenden Mittel bei den ganzen Bodybuildern. Ich meine, ihr müsstet mal eine aufgeschnittene Leiche von so einem Bodybuilder sehen oder von einer Bodybuilderin, die die ganze Zeit sich zugeknallt hat mit diesen muskelbildenden Stoffen. Ne, die sterben ja meistens an Herzerkrankungen. Und die dritte Gruppe, die man auch überhaupt nicht vergessen sollte, sind die ganzen Aufputschmittel, die als Partydrogen mega unterwegs sind, wie zum Beispiel Crystal, Speed und nehmen wir mal Koks, kann man so langsam schon fast, ist schon eher fast für die zivilisierteren Drogenkonsumentinnen und Konsumenten, aber nehmen wir jetzt mal gerade Crystal und Speed. Das ist so alltäglich geworden, das ist nämlich auch der Grund, warum du das in den Abwässern so gut nachweisen kannst. Warum erreicht das überhaupt Mengen, die du nachweisen kannst? Weil in Wirklichkeit die ganzen Partygänger so hart die Aufputschmittel nehmen und dann manchmal eben noch die Downer, das war früher Cannabis, heute sind es eben dann Opiate und so weiter, sind Teledin, das vergessen wir alles. Also wenn wir drüber reden, was du gerade gefragt hast, dann reden wir wie zwei sehr, sehr alte, gütige Männer. Wir sind jetzt gerade Waldorf und Stettler, die so ein bisschen mit Weisheit über Drogenpolitik reden. In der Zwischenzeit ist aber die halbe Partybevölkerung, die gerade irgendwo die Megaparty macht, ist auf Teledin und Crystal. Das vergessen die meisten Leute. Ihr könnt ja mal gerne, ich habe das gemacht, ich rede als jemand, der es gemacht hat, mit Sportlern. Ich habe die Dopingmittelmengen von echten Leistungssportlerinnen und Sportlern gemessen, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, weil ich das Urin von denen brauchte, um genetische Fingerabdrücke zu machen. Da haben wir direkt noch die Dopingtests mitgemacht. Das wussten die natürlich. Das haben wir aufgeklärt natürlich gemacht, ne? Informed Consent. Aber wenn du heute auf eine Party gehen würdest, wo es so richtig abgeht, da gibt dir keiner mehr seine oder ihre Urinprobe, weil du davon ausgehen kannst, dass da Substanzen von drin sind, wo Mutti und Vati und Oma und Opa einen Schlaganfall kriegen würden. Das ist nämlich das, was ich am Anfang erzählt habe. Die würden dann sagen, oh, das glaube ich aber nicht. Der Christopher, der hat jetzt, das kann doch nicht sein, dass der Koks in seinen Haaren hat. Und dann sagt man, wollen Sie mir jetzt erklären, das ist verschreibungspflichtig, so wie das Teledin, dass der Christopher nur Teledin genommen hat, weil es verschreibungspflichtig ist und er eine geheime Krankheit hat, die Sie noch nie mitbekommen haben, wo er das braucht. Und dann würden die sagen, ich sag dir, was sie jetzt sagen würden. Dann würden die sagen, oh, das hat dem aber jemand in den Drink gerührt. Unser Christopher, der würde der Koks. Und dann sagt man, okay, gut, Ende des Gesprächs. Entweder Sie wollen jetzt mit uns ein sinnvolles Gespräch führen oder Sie gehen davon aus, dass alle bei dieser Party hier gerade Speed, Crystal, Koks und Teledin in ihre Drinks geschüttet haben. Und zwar alle mir in den Mengen. Ja, genau. Also wirklich. Also das heißt, da ist die Grenze des Besprechbaren erreicht und das ist eben der Stand im, was haben wir, Juli 2021. Die Menschen möchten einfach lieber das rausblenden, dass halt mittlerweile Drogen, die für uns als ultra hart und überhaupt nicht verhandelbar erscheinen, nämlich die gerade genannten Drogen, dass die längst im sogenannten, man nennt das Profanierten, also im Alltagsumgang sind. Ich kann mal eine sagen, Angel Dust zum Beispiel, das kennt heute kaum noch jemand. PCP. PCP. Ja. Das steht in den alten Büchern, die der akzeptierenden, also annehmenden Drogenaufklärung dienen. Also von Leuten, die sagen, nehmt jede Droge, die ihr wollt und dann entscheidet euch, ob die gut für euch ist und ihr werdet meistens entscheiden, sie ist scheiße für euch. Aber nehmt sie erstmal. Das war so ein Literaturgenre, so, das gab es bis in die 90er rein. Das kam so aus den 60ern bis in die 90er. Und da steht zum Beispiel noch drin, PCP, also Angel Dust, nicht anrühren.
von Leuten, die sagen, probier jede Droge aus. Ja. Stell dir mal vor, wenn du diesen Opa, das sind Leute, die sind heute 80 oder so, ja, wenn du die heute treffen würdest und denen sagen würdest, okay, wir sagen dir mal, was auf einer normalen Party heute unterwegs ist, dann würden die sagen, okay, ich werde zum Drogengegner. Ich bin ab heute Drogengegner. PCP oder Angel, das ist doch eigentlich Schweinebetäubungsmittel gewesen, oder? Ja, viele von den Stoffen werden natürlich als irgendwie tiermedizinische oder sonst wie Produkte vermarktet, weil die Firma will ja irgendwie Geld damit machen. Und da gibt es dann irgendwelche Ärzte und Ärztinnen, die liegen da raus. Also es gibt in den USA eine schöne Dokumentation aus den USA, wo ein bestimmtes Opiat, wo das so einen ganzen Ort zersetzt. Also da gibt es viele Orte in den USA. Und das ist super geil gemacht. Da siehst du am Anfang die ganzen Leute und denkst dir immer so, irgendwas stimmt mit denen nicht, aber was? Also die reden auch sehr nett und so, irgendwas stimmt nicht, ne? Bis auf den alten Mann, der immer seinen Garten macht. Der ist der Einzige, der irgendwie halbwegs vernünftig redet, aber irgendwie irgendwas stimmt mit dem auch nicht. Und es stellt sich dann nach und nach raus, dass alle, außer dem Mann, der den Garten da pflegt, sind halt auf diesem Opiat. Und dann irgendwann entfaltet sich die Geschichte. Die eine Frau, die auch schon die ganze Zeit erzählt hat, die erwähnt im Nebensatz, ja, und dann kamen die rein und haben mir die Kinder weggenommen. Naja, jedenfalls als ich dann wieder Burger gebraten habe, da hat der Burger mir so und so geschmeckt. Ich übertreibe jetzt mal. Ne? Und dann sagt man so, hat die gerade gesagt, der sind die Kinder weggenommen worden? Und dann so langsam merkt man das. Und das funktioniert so. Das wird nämlich in dem Film erzählt. Irgendein Arzt, Tierarzt oder sonst wer, Ärztin, irgendwo am Ende der Welt verschreibt, das gibt es in Deutschland gar nicht, verschreibt die Tausenderpackung. Und dann fährt irgendeiner 500 oder 5000 Kilometer, kauft die Tausenderpackung für das Dorf, kommt zurück und sagt, Leute, ich habe neuen Stoff, vertickert den natürlich. Und das, so läuft das ab. Und deswegen ist das unheimlich wichtig für den Umsatz, dass du das irgendwo verankerst, das Produkt. Du musst das Produkt in der Tiermedizin oder sonst wo verankern. Und daraus wird das natürlich illegal. Wahrscheinlich verdienen die mehr Geld mit dem illegalen Gebrauch an Menschen, als aber interessiert natürlich keinen, ne? Weil es geht ja um Geld. War das diese Doku Oxycontin Express? Ja, das heißt so ähnlich. Kann sein, dass die so heißt oder so ähnlich. Ja. Manchmal heißen die auch verschieden, aber. Weil gerade hier Oxycodon oder Oxys, ja, wie man sagt, das war ja was, das hat doch, war das nicht so der erste Schritt dieser jetzt gegenwärtigen Opiat-Epidemie? Ja, ich kann ja mal erzählen, was der erste Schritt war. Der allererste Schritt war der, die eigentlich gar nicht so, in manchen Dingen gar nicht so unvernünftige Trump-Administration und auch die davor. Also es wird sehr, sehr oft vergessen, dass der Trump so knallnarzisstisch und knallverrückt oder beziehungsweise nicht verrückt, persönlichkeitsgestört wie er ist. Der hat nicht nur Scheiße gebaut, überhaupt nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Eine der Sachen war, dass es gibt ja in den USA schon immer diese Bewegung gegen Alkohol, deswegen gab es ja auch mal das Alkoholverbot, durch das dann die Mafia entstanden ist, die es bis heute gibt. Und auch eine sehr starke generell Anti-, also man soll keinen Sex vor der Ehe haben und sowas, was wir in Deutschland alles beschmunzeln. Ja, so eine sehr christliche Lobby auch. Ja, die ist oft christlich, die muss aber gar nicht christlich sein. Ursprünglich die Anti-Alkohol-Sache kam hauptsächlich daraus, dass die Männer kein Geld für die Familie, früher war ja die Frau zu Hause, die Genderfrau sozusagen und der Gendermann war halt arbeiten und dann hatte die Frau die ganzen Kinder an der Backe, das Essen, das Einkaufen und so weiter. Und dann sind die Männer halt immer nach Hause gekommen und haben das ganze Geld versoffen und so. Also das war nicht nur christlich, sondern das kam auch sehr stark aus der Frauenbewegung, dass die Frauen gesagt haben, wie sollen wir starke Frauen werden, irgendwie mal mittelfristig, wenn wir kompletten Strukturzerfall haben, wir haben keine Rechte, wir müssen zu Hause uns um die Kinder, ums Essen und so weiter kümmern und der Versorger sorgt dafür, dass wir deswegen schwach werden, weil wir halt überhaupt keinen Strukturzugang mehr haben, weil wir noch nicht mal mehr das Geld haben, weil er das versorgt. Also es war auch aus einer Frauenbewegung kam das auch raus. Und der allererste Schritt war dann, dass irgendwer gesagt hat, wir können das nicht mehr finanzieren, dass wir bereits super viele Opiatabhängige, das ist jetzt meine Auffassung, Depressive haben. Weil Depressive entwickeln, wenn sie nicht vernünftig behandelt werden, kriegen die drei Krankheiten, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Knieschmerzen. Das sind so drei typische, man nennt das Somatisierungen, also da schlägt die psychische Belastung schlägt in eine körperliche Belastung um. Und dann kriegen die aber in den USA, weil die sehr viel leisten müssen. In Deutschland kannst du ja aus dem System raus. Dann sagst du, okay, ich habe jetzt Depressionen, ich kann nichts mehr leisten. Dann kannst du notfalls in irgendeine soziale Struktur dich begeben. Und dann hast du zumindest eine Mindestversorgung. Du verlierst jetzt nicht deine Wohnung, dein Haus, deine Kinder, was auch immer.
Und in den USA verlierst du das aber. Da musst du leisten. Da bist du nur was wert, wenn du schuftest, ja. Entweder als Mexikaner oder Mexikanerin Kartoffelsäcke im Keller schuften oder als Finanzbörsianer noch mehr Umsatz als letzten Monat machen. Also so, das ist so die Spanne. Und dann haben die das in den USA so gelöst, haben gesagt, okay, wir geben ihnen Schmerzmittel. Ist in Deutschland auch teilweise so, aber das wird sehr vorsichtig gemacht. Irgendwann entwickeln die Leute natürlich immer schlimmere Schmerzen, kriegen sie Opiate. Jetzt hat man gesagt, okay, das geht so nicht mehr, wir züchten uns eine, also das ist alles neu, ne? Also ich war bei den Konferenzen dabei, wo die Kolleginnen und Kollegen das alles erzählt haben, also ich war dabei, als das erblüht ist. Ich habe den Leiter des größten Giftlabors der USA persönlich, ich war 10 Meter von dem entfernt, als er auf der Bühne in Tränen ausgebrochen ist, ein Giftkundler, der hat gesagt, das ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe, zusehen zu müssen, wie im Labor die Proben kommen und ich sehe, dass unsere gesamte Bevölkerung opiatabhängig wird. Also nochmal, bei uns weint keiner. In unserem Beruf heulst du nicht, weil sonst kannst du den halt nicht machen. Ich habe 2 Mal in 30 Jahren jemanden heulen sehen. Das eine war bei einem Serienmord gegen Kinder, wo über 300 Kinder getötet wurden und dann bei dieser Opiatsache, nur um das mal einzuordnen. Ne? Mhm. So. Und dann haben die gesagt, das muss aufhören. Wir machen jetzt einen sogenannten Deckel auf die Verschreibung von Opiaten. Daraufhin sind die ganzen, Achtung, normal Berufstätigen, die aber jetzt eigentlich irgendwas Psychisches haben, halt eine Belastungserscheinung, weil sie Pakete schleppen müssen wie die Bekloppten oder sowas, sind auf die Straße gegangen und gesagt, guten Tag, Herr Dealer, ich habe gehört, Sie haben was gegen meine Schmerzen, weil mein Arzt, meine Ärztin darf mir das nicht mehr verschreiben. Und so hat das angefangen und so sind die Oxys ins Spiel gekommen, ganz genau, die du da auch erwähnst. Wir meinen wahrscheinlich dieselbe Dokumentation. Und was das Wichtige hier ist, zu deiner früheren Frage, wer ist denn jetzt hier gerecht oder gut oder böse? Die Politik hat alles richtig gemacht, die hat erkannt, unsere ganze Bevölkerung wird opiatabhängig, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben, in der wir das nicht erlauben, dass Menschen niedergeschlagen, depressiv, traumatisiert aus dem System rausfallen und nichts mehr leisten. Also verbieten wir das. Okay, ist nicht die dümmste Maßnahme. Aber dass dann der Rest natürlich durch, wie immer, wie beim Alkoholverbot, natürlich durch organisierte Kriminalität abgepuffert wird, das wollte dann wieder keiner sehen. Und damit sind wir sozusagen, alles, was du bisher gefragt hast, ist in dieser Frage zusammengebunden. Du kannst es nicht richtig machen, außer du redest mit allen Leuten, du beantwortest ihre Fragen und du findest eine Lösung, die für alle tragbar ist. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Ja, es ist auch wirklich. Nur bei Drogen hast du das natürlich die Schwierigkeit. Du brauchst jetzt ein riesiges System, was sich mit Psychedelika, meint, weil du danach gefragt hast, auskennt und damit umgeht. Weil wenn dann das Kind, was einen mega Horror-Trip hat und vorm Spiegel sitzt, das ist jetzt ein echter Fall, den wir schon in den 90ern hatten, und denkt, da guckt dich der Teufel an, weil es gerade ein Horrortrip ist. Oder was auch ein echter Fall ist, jemand ist auf, das war PCP allerdings, und fängt dann an, sich die Augen mit einer Glasscherbe rauszuschneiden und dann die Zunge und dann die Nase. Da muss natürlich jemand da sein, der sich damit auskennt. Also der nicht einfach sagt, okay, keine Ahnung, das ist jetzt die Hölle, und wir müssen jetzt alle christlich daran gehen, oder das ist die Hölle und wir müssen denjenigen wegsperren, oder das ist die Hölle und wir müssen jetzt alle Drogendealer erschießen oder sonst irgendeine Schwachsinnsmaßnahme, sondern irgendwer, der sagt, ja, wenn wir irgendetwas freigeben, Alkohol, Wahlfreiheit, irgendwas, dann passieren scheiß Dinge. Die Leute wählen scheiß Parteien. Die Leute besaufen sich und können sich später, ne, das ist zum Beispiel heute bekannt, wenn du früher Saufen bis zur Bewusstlosigkeit oder sehr starkes Saufen gemacht hast, das ist heute sehr, sehr gut untersucht. Dann hast du später super krasse Gedächtnisausfälle. Das ist gut untersucht. Und das musst du dann halt in Kauf nehmen. Also wenn du Alkohol freigibst, musst du in Kauf nehmen, dass diese Menschen dann halt Gedächtnisausfälle haben. Wenn du Wahlen freigibst für alle Menschen, musst du in Kauf nehmen, dass die Leute Scheißparteien wählen. Und wenn du Psychedelika freigibst, musst du in Kauf nehmen, ja, dass auch was schiefgehen kann. Aber welcher Wert ist dir denn jetzt der wichtigste? Und mir wäre die Abschaffung von organisierter Kriminalität super wichtig. Dir wäre vielleicht irgendwas anderes wichtig. Wir müssen mal alle miteinander reden. Fertig. Ich weiß nicht, ob die Abschaffung von organisierter Kriminalität mir am wichtigsten wäre, aber womöglich auch nur, weil ich schätze, du hast da einen ganz anderen Blick als ich zum Beispiel, wenn du so durch die Städte oder durch Erfurt gehst. Mich interessiert eigentlich eher so, ja, einmal dieses quasi schon immer in der menschlichen Kultur sich befindliche Objekt des Rausches, menschliche Kultur ist ja auch irgendwo Rauschkultur, dass das einfach so dämonisiert wurde aus zweifelhaften Gründen und dass man es vor allen Dingen dann auch so ganz aus der Forschung zum Großteil raushält, weil wenn in den 80ern irgendein Politiker gesagt hätte, so, ich werde jetzt mal mehrere Millionen Mark in LSD-Forschung stecken, dann wäre er aus seiner Partei geflogen. Und das ist da wirklich, es gibt
es gibt noch so viele Sachen, die man von diesen Dingen lernen kann und die man durch die Erforschung und den Informationsaustausch über diese Sachen lernen kann. Ich glaube, uns geht da, ja, was heißt verloren? Es ist uns ja wahrscheinlich schon was verloren gegangen, aber wir verpassen was. Wir verpassen was wir nicht verpassen müssen. Also wenn es jetzt nur um Nützlichkeit geht, ne, reden wir mal gar nicht von Rauschkultur und sozialen Zusammenhängen, da bin ich, wie gesagt, ich will ja lieber über was Gemessenes, Untersuchtes reden, und du hast das richtig gesagt, aus falschen Gründen wird vieles nicht gemessen. Es sollte aber nicht vergessen werden, dass im Bereich dieser Psycholyse, wo ich gerade das schon erwähnt habe, das Buch von Stanislav Grofel, das bekannteste ist, und dann allem, was danach kam, das ist ja gut untersucht. Also ich kann mal zwei kleine Beispiele dazu sagen, die aus der Forschung kommen. Das eine ist, wir hatten ja das Problem, dass dann spätestens seit dem Afghanistan-Einsatz, wo dann auch deutsche Soldaten, Soldatinnen waren, da gab es dann die Traumatisierten. Ich kenne persönlich einen, der ist mit dem LKW gefahren und hat mit seinem Kumpel geredet, der vorne saß in dem LKW, also zwei deutsche Soldaten, und dann kann der eine auf einmal nicht mehr reden und dann guckt er zur Seite und dann hat er ein Loch im Kopf. Er hatte also nur ein Projektil in den Kopf bekommen, hat natürlich den Knall auch gehört und der war einfach tot, Ende. Da gab es auch nichts mehr zu machen. Und es gibt jetzt Leute, das nennt man heute resilient, die können damit umgehen. Ich habe auch gestern ein schönes Interview gesehen mit einem aus dem Flutgebiet, der so mit so rheinischer Mentalität gesagt hat, ja, man darf aber die gute Laune nicht verlieren, ne? Das hilft auch nichts und so. Und da sagt er was aus der Traumaforschung bekannt ist: Wenn dir was Schlimmes passiert, musst du neue Erlebnisse haben. Das Schlimmste ist, sich mit deinem Trauma zu beschäftigen. Das darfst du auf keinen Fall machen. Das kannst du später mal machen irgendwie. Aber zunächst mal musst du dafür sorgen, dass die schlimmen Erlebnisse oder das Raum für neue, gute Erlebnisse an derselben Stelle passieren. Also sagen wir mal, du bist jetzt irgendwie, du kommst aus einem super schönen Ort, den du liebst seit immer, ja, ein Wald meinetwegen, den du liebst, und dann wirst du da drin vergewaltigt, dann willst du natürlich da nicht mehr hingehen, oder du findest da eine Leiche oder irgendwas, aber du kannst auch versuchen, wenn du die entsprechende den Persönlichkeitsaufbau hast, kannst du auch versuchen, schöne Dinge weiterhin dort zu erleben und das dann langsam, nicht übertrieben, aber langsam wieder zu einem guten Ort für dich zu machen. Manche können das, andere nicht. Und jetzt ist es so, es gibt aber Traumata, die kannst du unheimlich schlecht bearbeiten, weil die keiner kulturell einordnen kann. Also wenn jetzt dein Kumpel erschossen wird neben dir oder auch im Zweiten Weltkrieg, da haben ja unsere Großeltern auch alle nicht drüber geredet. Ich kenne einen, der drüber geredet hat, dessen Biografie ich geschrieben habe, der Rechtsmediziner Otto Prokop, der ist auch Rechtsmediziner, der hat alles gesehen in seinem Leben. Das war das Einzige, wo ich ihn jemals, sagen wir mal, tief gefühlsmäßig schwingen habe erlebt. Das war, wo er erzählt hat, er war als Medizinstudent da im Krieg in der Ukraine, also bei der Operation Barbarossa. Und dann hat er einen Bauchschuss gehabt, der Kumpel, also der Soldat, der Kamerad. Und dann hat er gesagt, ja, die Wunde ist zu klein, da passiert nichts. Und er ist dann innerlich verblutet. Und dann, das war halt total schlimm für den. Oder das, was ich gerade erzählt habe von Soldaten. Aber eben auch alles andere, was wir erleben, was ich schon mehrfach erwähnt habe. Also nicht nur im Krieg. Und da ist das Blöde. Wen willst du ansprechen, der sich damit auskennt? Weil selbst wenn du zu einer Traumatherapeutin gehst, die sich aber nicht mit Kriegsgeschehen auskennt oder die den Krieg verabscheut, dann hast du natürlich das Problem, wie soll derjenige das sozial so einbetten, dass die Person dir gut genug helfen kann? Und da können eben psycholytische Sachen beispielsweise sehr gut helfen, weil es da nicht drauf ankommt, dass du das sogenannte Setting, in dem die Person sich damals befunden hat, einordnen kannst. Weil dann kannst du dich wirklich nur komplett auf die Auflösung dieses Traumas beschäftigen und dann dafür sorgen, dass derjenige gute, andere, schöne, für ihn angenehme Erfahrungen macht. Und das zweite Beispiel ist, das finde ich zum Beispiel jetzt nicht so interessant für mich, aber forscherisch interessant, das ist das gut bekannte Karfreitagsexperiment, wo an Harvard University die Hälfte der Leute, Theologiestudierende, haben Nikotin bekommen. Das erzeugt auch am Anfang so ein leichtes Kribbeln, wie das bei manchen Psychedelika auch passieren kann. Und die anderen haben LSD bekommen. Und das wurde nachgeprüft, jetzt ist gar nicht so lange her. Und da hat sich herausgestellt, dass die Leute, die sind dann in eine Messe gegangen, eine heilige Messe, eine katholische. Und die auf LSD haben natürlich dann da interessante Dinge erlebt, weil das ist ja ein ganz starkes Ritual. Also wer noch nicht in so einer katholischen Messe war, dem kann ich nur mal empfehlen, zu einer Ostermesse zu gehen. Das ist wirklich total abgefahren. Also ich will gar nicht spoilern, was die da machen. Das ist wirklich mega abgefahren. Am besten in einem großen Dom oder Kathedrale oder so. Und messbar, in Zahlen fassbar, sind diejenigen, die an diesem Tag unter LSD-Einwirkung in dieser Messe waren, sind eher in den Beruf des Priesters gegangen, also des wie auch immer du das nennen willst, Schamanen, Guru, Priester, bei den Katholiken heißt das so, und die anderen haben sich eher wissenschaftlich damit beschäftigt, weil Theologie ist ja so eine Art, es ist ja so eine eigene, erfundene Wissenschaftswelt, die da haben, und
die sich aber teilweise auch mit ganz rein wissenschaftlichen Sachen, sprachwissenschaftlichen Sachen und so beschäftigt. Und da ist die Auswirkung der Psychedelika bei einmaliger Gabe zum Beispiel gut sichtbar. Und ich meine, wenn du jetzt Christ oder Christin bist, brauchst du halt einen guten Priester oder eine gute Priesterin, je nachdem, in welcher Religion du bist. Also das ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Und daran siehst du, dass das untersucht ist. Also es gibt ganz viele Untersuchungen dazu, die immer nur zeigen, dass es in dem Gebrauch, den man eben für selbst, gesellschaftlich, juristisch, sozial für möglich und hinnehmbar hält, gut wirksame Erscheinungen hat. Und wenn du immer nur über den Missbrauch reden willst, wie gesagt, da haben wir gerade schon drüber geredet, kannst du über Autorennen, Alkohol, Geld verbrennen, Zigaretten. Menschen ausbeuten und so weiter reden. Also das sind zwei verschiedene Themen. Aber woran liegt es dann, dass, wenn es eine so lange Forschung schon in vielen Bereichen, gerade was die Drogen angeht, wenn es das gibt, warum ist es immer noch so, dass Politikerinnen sich da so vorsträuben, das überhaupt in Erwägung zu ziehen? Ja, das kann ich gut verstehen, also auch im freundlichen Sinne verstehen, weil wir seit der Industrialisierung Menschen sind für uns wie würde man heute sagen, wahrscheinlich ein Asset oder sowas. Ja, also ein Mensch ist jemand, der muss, das kann ich, also ich habe da auch gar nichts gegen. Ja, das ist keine Wertung, auch wenn das manche jetzt vielleicht denken. Das ist eine völlig sachliche Aussage. Ein Mensch soll nicht einfach nur wie früher irgendeine Funktion erfüllen, sondern er soll auch an der Umsatzsteigerung mitwirken. Also die Idee ist ja seit der Industrialisierung, du kannst nicht nur Umsätze machen, und auch vielleicht reich werden, ne, wenn du derjenige bist, der die Maschinen besitzt und so weiter oder die Menschen anstellt oder so, sondern, und das ist der Fehler, der Webfehler, du kannst die Gewinne immer weiter steigern. Also die Umsätze und die Gewinne. Ja. Das ist der Webfehler. Und wenn du jetzt natürlich sagst, wie du das vorhin gesagt hast, ja, man kann doch auch mal starke Rauscherlebnisse haben, die dann vielleicht dazu führen, dass du sagst, ich möchte ganz anders leben und arbeiten oder so, dann ziehen sich natürlich sehr viele Leute, besonders im Bereich von Cannabis und Psychedelika, ziehen sich natürlich aus diesem Gewinnsteigerungssystem raus. Also ich kann mal ein Beispiel dazu sagen, im Bereich von Naturerleben. Das gilt aber auch für religiöses Erleben, muss ich dazu sagen, aber ich nehme jetzt mal nur Naturerleben. Wenn du die überwältigende Erfahrung machst, dass die Natur wirklich alles eins ist, also so, das ist typisch bei psychedelischen Drogen, wenn du die in Hochdosis nimmst, die von den Sternen im Himmel bis zum Wasser im Boden, bis zu den Myzel, was du dann später in deinem Studio an der Wand hast, das gehört wirklich zusammen. Das ja. gehört wirklich zusammen. Das ist keine Einbildung. Dieses tiefe Erleben kann dir keine Macht der Welt mehr wegnehmen. Wenn du ein tief überwältigendes religiöses Erlebnis hast, wo du sagst, okay, das wäre jetzt dann die religiöse Variante. Es gibt eine höhere Macht und die hat mich persönlich angesprochen. Und ich weiß das. Das ist mir egal, wenn andere Leute das nicht erlebt haben, kann ich auch nichts dran ändern. Entweder sagen manche, ich bin auserwählt oder andere sagen, ich bin nicht auserwählt, aber ich hatte die Gnade, das erfahren zu dürfen oder so. Jeder hat eine andere Sprache. Oder die Leute, die Nahtoderfahrungen machen, die man natürlich auch künstlich einladen kann, das kann ich aber jetzt wirklich nicht empfehlen, die dann auch eigentlich immer berichten, dieses Erlebnis gehabt zu haben mit der, also das funktioniert durch die Ausschüttung von bestimmten Nervenübermittlerstoffen. DMT. Genau, und durch das Abschalten bestimmter Gehirnbereiche. Also wenn du diese überwältigende Erfahrung machst und dann kommt jetzt dein Chef oder deine Chefin zu dir und sagt, hören Sie mal, Frau Schmitz, Sie haben mir aber das Papier nicht ordentlich sortiert, ja? Dann hat die natürlich nur noch ein mildes Lächeln dafür übrig, weil die sagt, ja, das stimmt, das Papier war nicht richtig sortiert, stimmt. Ne, so, okay, whatever. Ne? Ja, genau. Also jetzt gar nicht aggressiv oder passiv-aggressiv oder so, sondern einfach so, na gut. Ne, so, aber ich habe was Größeres, Schöneres, was auch über, sagen wir mal, sogar über meine Familie hinausweist, was ja jetzt für die meisten Leute das nicht mehr verhandelbare Kernding wäre. Ne? Sondern es gibt da was Größeres und dann fallen die Leute aus diesen Produktionsprozessen raus. Deswegen sind Politiker und Politikerinnen dagegen, weil die verständlicherweise wirtschaftliche Interessen vertreten. Kann ich auch verstehen. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn du jemandem die Tür geöffnet hast, die ihm oder ihr ein viel tolleres Reich zeigt und wie du ja schon sagst, diese Gewissheit. Es geht ja nicht darum, etwas gesehen zu haben und etwas zu vermuten, sondern diese Gewissheit, tief im Inneren von etwas berührt worden zu sein, was du vorher nicht erfassen konntest. Dann genau. Verändert dich das.
Das genau, also ich sag mal ein banales Beispiel, was vielleicht jetzt mehr Leute kennen oder so. Du hast jemand ist gestorben, kann auch deine Großmutter, dein Großvater sein, die waren alt, die hatten ein schönes Leben. Jetzt in unserer Generation, die waren vielleicht noch mal im Krieg oder so, aber irgendwie insgesamt haben die ihre Scheiße beisammen gehabt, die haben Händchen gehalten bis zu ihrem Tod, die beiden, und irgendwie haben leckeres Essen für dich gekocht, auch das, was du wirklich wolltest und nicht das, was sie glauben, was sie wollten und so weiter, haben dich unterstützt bei irgendwelchen Sachen oder so. Also das war für dich gut, das war für die gut, soweit du das sehen konntest und über. So, und jetzt sind die tot. Und dann ist es trotzdem scheiße. Ne? Also es ist trotzdem scheiße, dass sie tot sind. Und das berichten viele Leute, ne? Jetzt anders als die Sachen, über die wir gerade geredet haben. Und dann im Traum erscheinen die dir und sagen irgendwas so wie, ey, läuft im Jenseits. Ich bin hier glücklich, ne? Jeder hat da eine andere Geschichte zu, aber da gibt es unheimlich viele Leute, die das erlebt haben. Und das ist so eine unfassbare Erleichterung, weil du dann weißt, ah gut, ich will ja nur, die wollten immer, dass es mir gut geht, ich wollte immer nur, dass es denen gut geht, ne? Und wir haben auch nicht diese Streits gehabt, wie du das mit Eltern manchmal hast. Keine Ahnung, was für eine Strumpfhose darfst du anziehen und welche nicht, weil du zu sexy aussiehst oder nicht. Oder weiß der Teufel, also irgendwas. Und dann ist Ruhe für immer. Dann hast du nie wieder das Problem, ich glaube, dass das traurig oder scheiße ist, dass sie gestorben sind. Und das will ich jetzt nur mal als kleine Perle am Anfang setzen. Und das Ende wären dann die eben geschilderten Erlebnisse. Nur um mal einen Begriff für die anderen zu geben, die so überwältigende, grundlegende, wie du gesagt hast, Berührungen irgendwie überhaupt noch nicht gehabt haben. Ne? Also das ist echt ein Ding. Und das kannst du aber leider in einer rein wirtschaftlich ausgerichteten Welt überhaupt nicht brauchen. Ja. Ja, also dieser konkrete Fall, der gibt dann einen Abschluss zu etwas, wo du nicht sehnlicher möchtest als einen Abschluss mit einer Gewissheit, wo man dann natürlich auch bereit, das ist ja sowieso so, wenn du hoffst, dass du eine Antwort von einer bestimmten Natur her kriegst und du die dann bekommst, also wie du gerade sagtest, die Oma, Opa, die immer nett zu mir waren, und dann höre ich, dass es denen gut geht, dann will ich das so sehr glauben, dann ist das fantastisch. Das ist ja auch quasi der Trick, mit dem diese ganzen hier Geisterbeschwörer und sowas alles dann oft arbeiten. Ja, schon, aber ich meine jetzt nicht das Ausbeuterische, sondern ich meine jetzt eben das, was dir einfach so eine wirklich eine echte Gewissheit gibt. Weil bei den ganzen Geisterbeschwörern oder früher bei diesen Seancen und so weiter, ja, da war es ja eher so, dass das am Ende wieder eine Form von Missbrauch wurde. Und das ist ja gerade nicht das, was du eben durch, nehmen wir Psychedelika, weil du, wie gesagt, weil wir da ja so ein bisschen den Haken da reingeschlagen haben, das hast du da ja eben gerade nie. Also da, was dir niemals passieren wird in diesem Bereich ist, dass du das siehst, was du dir am sehnlichsten wünschst. Das kannst du sogar in den Beipackzettel schreiben. Das Einzige, was wir ihnen garantieren, ist, dass nicht das passieren wird, was sie gerne hätten. Das können wir ihnen garantieren. Was wir ihnen aber garantieren können, ist, dass wenn sie jemanden haben, der sie begleitet, und wenn sie im richtigen Setting sind und keinen Alkohol trinken und nicht sowieso in einer mega Scheißstimmung und super gestresst oder sonst was, dann werden sie was Interessantes erleben. Das können wir ihnen garantieren. Aber es wird nicht das sein, was sie wollen. Und das ist nämlich gerade das Gute. Während bei der Seance und so weiter, da wird natürlich das geliefert, was du gerne hättest. Das stimmt. Der Bias, der wird da ja nur befriedigt. Ja. Boah, wir könnten, glaube ich, noch, also ich könnte noch Stunden mit dir sprechen. Ich habe dir jetzt fast 2 Stunden deiner Zeit abgeluchst. Von daher, ich glaube, ich muss das jetzt selber erstmal alles, was du gesagt hast, so für mich verarbeiten. Ja, ist so gut. Ja, finde ich gut. Ja. Ich fand's super. Marc, vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß, man sieht es bei dir auf Instagram, wie beschäftigt du bist. Du hast, glaube ich, in der letzten Woche, ich weiß nicht, wie viele Posts abgesetzt, aber mehr als manche Leute in einem Jahr raushauen. Ja, das ist aber auch wieder, weil ich den Leuten zuhöre, die schicken mir ihre Insektenbilder oder richtig, sonst was Spannendes, zack, und dann schon hast richtig, du was. Richtig, also die Leute schreiben dir wirklich oder schicken dir ein Bild von irgendwie einem Würmchen oder einer Larve oder einem Falter, und das heißt, das sind dann deren Bilder und du beantwortest das auf deinem Kanal. Oder sie beantworten es auch selber. Das mache ich auch sehr oft, dass ich sage, hier finde ich ganz interessant, sieht doch super schön aus, oder mach einen kleinen Witz dazu. Dann kommt der Originaltext von den Einsendern, Einsenderinnen. Und dann sage ich hier, wenn ihr Hilfe wollt, um das zu bestimmen, könnt ihr mal da gucken. Oder erzählt doch einfach mal selber, was ihr mit dem Tier erlebt habt oder was euch dazu einfällt. Also das mache ich auch. Also ich halte mich teilweise auch komplett raus. Ist Instagram dieser Tage so der beste Kanal, um dich zu erreichen? Nee, ich reagiere nur auf E-Mails. Ich bin über soziale Medien überhaupt nicht zu erreichen. Ach, da gibst du Telefon, nur. Also,
Hm? Ich sende nur, ja. Die Ines macht das. Die Moderation der sozialen Medien macht die Ines. Die kann das sehr gut und die trifft auch wir haben denselben Ton und dieselbe Grundeinstellung und das ist super. Also die redet eben auch mit jedem und jeder, solange das verhandelbar ist. Und wenn derjenige dann irgendwie zum Beispiel beleidigend wird oder einfach nur irgendwas abreppt oder so, dann reagieren wir halt nicht mehr drauf. Wir löschen aber auch unheimlich wenig Kommentare. Also das ist ganz verrückt. Wir sind sicher eine der ganz, ganz wenigen Communities, wo wir ohne Löschen eine sehr, sehr freundliche Community haben. Also eine lebensbejahende, unterstützende, diverse, annehmende Gemeinschaft haben, ohne diese normalerweise editorischen Eingriffe, die man macht. Also das geht nämlich auch ohne rausschmeißen. Also unsere Sperre- und Löschquote ist verschwindend gering. Wie habt ihr das geschafft? Ja, indem wir antworten. Wir antworten auf die Fragen. Also es läuft wirklich auf diese sehr, sehr simple Struktur zurück. Warte, bis Leute mit konkreten Fragen auf dich zukommen, gib dir eine konkrete Antwort und dann ist es im besten Fall, ist der Drops gelutscht. Genau, und such eine Studie raus, genau, und dann nach und nach, also die Menschen, die das gut finden, bleiben ja dann da und die helfen den anderen dann auch und unterstützen die auch, wenn die Fragen haben. Also das funktioniert dann irgendwann von selbst, ja. Du musst halt nur eben, wie gesagt, auch Auffassungen zulassen, die als unakzeptabel, verrückt oder sonst was gelten. Die Regel ist halt nur, sie dürfen nicht beleidigend oder sinnlos sein. Aber solange es Meinungsäußerungen sind, im eigentlichen Sinne, musst du die halt aushalten. Und die meisten Menschen sagen halt, nö, das gefällt mir jetzt aber nicht. Das ist außerhalb meiner Denkzone, meiner Gefühls- oder Meinungszone und dann lösche ich das. Und das machen wir halt nicht. Okay. Gut. Marc, Dr. Marc Benecke, vielen, vielen Dank. Ja, es war eine große Freude. Danke fürs Fragen und Zuhören. Und wir sind raus. So, ich weiß, die Informationsdichte dieser Folge war enorm, aber vielleicht habt ihr noch eine Minute, bevor ihr auscheckt, denn ich habe da noch zwei, drei Sachen für euch. Zum einen, die Doku, von der Marc erzählt hat, war nicht Oxycodone Express, obwohl die auch sehr, sehr gut ist. Es ist Oxiana aus dem Jahr 2013. Links zu beiden, ebenso wie zu allen Studien, findet ihr in den Shownotes. Und ich denke, gerade die Dringlichkeit des Klimawandels rechtfertigt da durchaus ein interessiertes Stöbern. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, ey, warum nicht jetzt? Kostet nur einen Klick und ein Lächeln. Übrigens genauso wie unser 5G-Newsletter, das ist alle zwei Wochen eine kurze Mail mit 5 Artikeln, Büchern, Videos, Platten, Podcasts oder Denkanstößen, die ich so gelesen, gehört oder gesehen habe. Und da solltet ihr natürliche Ausrede mit Geld unterstützen wollen, könnt ihr machen über das Supportportal Steady. Aber ihr wisst ja, was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.